Die Folge wird präsentiert von der Baustelle von nebenan und von Puerto Mate, Wachmacher Eistee. Mate-Tee aus der Mate-Pflanze, kennen vielleicht schon viele, oft als Kiels Getränk mit Kohlensäure. In dem Fall ist Puerto Mate aber tatsächlich ein Eistee ohne Kohlensäure. Natürliches Koffein von der Mate-Pflanze und zwar vom selber angebauten Mate-Tee von der eigenen Farm in Argentinien. Ja, also fair, nachhaltig, rückverfolgbar. Ist eine Schweizer Firma, die upcoming ist im Bereich Mate. Und mir schmeckt er sehr gut, weil es ist ein Eistee, nicht allzu süß. Und er hat das natürliche Koffein. Ja, das gefällt mir sehr gut im Sinn von nicht nur Zeugs extra dazu ballern, sondern wie es halt dort rauskommt. Und ich bin recht wach und konzentriert, wenn ich das trinke. Es gibt zwei Sorten. Zitronengras, mein Favorite, und auch Granatäpfel. Das ist mehr so wie so eine kalte Früchtetee. Beides sehr empfehlenswert. Puerto Mate. Könnt noch einen Song dazu machen. Puerto Mate. Oder irgendwie so. Sehr empfehlenswert. Kann man überall kaufen, wo es Puerto Mate Eistee gibt. Ton, bei allen gut? Blendend. Blendend ist gut. Wow. Heute übertrifft er sich wieder. Und das Bild? Super. Ah, das ist ein... Ja? Dann legen wir los. Feel Good Podcast Nummer 48, 49. Inso, ja. Ex-Freundinnen. Zwei von... ich weiß nicht, ob wir jetzt seit drei oder vier... Je nachdem, ob die musikalische Begleitung einberechnet wird oder nicht. Ja. Mittlerweile. Aber da haben wir mal zu dritt angefangen. Eigentlich ziemlich früh haben wir zu viert gestartet. Ja. Zuerst haben wir mal Fotos gemacht, da waren wir noch drei. Dann haben wir anfangen Musik machen und dann sind wir dann schnell vier gewesen. Dann sind wir ja schon vier gewesen. Okay, das heisst jetzt zwei von vier quasi, Isabel und Martina. Wie geht's euch? Gut, jetzt, wo wir da sind, hier in Ausgang dürfen, zu dir nach Zürich, geht es super. Und die haben gesagt, zum ersten Mal seit Monaten wieder Make-up-Auftragen. Ja, wir haben schon nicht mehr gewusst, wie es geht. Es ist irgendwie so lang gegangen wie noch nie. Und so als Ex-Show-Rössli ist es schon ein bisschen peinlich, wenn du keinen Lidstrich mehr kannst ziehen kannst. Weißt du, jetzt musst du wieder mal unter die Leute. Ja, es ist aber auch schwierig momentan. Ja. Also, ich meine, was willst du momentan gross machen, außer einkaufen? Auch noch das Nötigste. Das grosse Highlight vom Tag ist einkaufen. Also, yes, Selection. Ist denn bei euch gesehen mit dem Programm, das ist, also ich kriege ab und zu ein Newsletter, dass es wieder verschoben ist, grosse Überraschung. Haben die es jemals können spielen? Oder ist es gar nicht so weit gekommen? Wir haben zwei Previews dürfen spielen in Bern. Und nachher aber an diesem Tag ist dann der Lockdown für Bern gesetzt worden. Dann haben wir die dritte Preview haben wir nicht mehr spielen. Das hast du früher noch gesehen. Und dann im Zug haben wir können Premiere spielen, aber auch an diesem Tag hat der Bundesrat entschieden, dass sie nachher ab morgen wieder zutun. Also wir haben einfach noch den letzten Abend verwünscht, um unsere Premiere zu spielen. Ich sage dir, so schlimm. Wirklich zwei Stunden vorher alle in Panik ausgebrochen oder die 50er-Regeln. Alle Leute, die wir eingeladen haben, sind praktisch Leute irgendwie aus der Showszene gewesen. Alle voll im Panikmodus. Ein paar sind gerade irgendwie verschieben gegangen auf dem iPhone. Ja, logisch. Ja. Und dann die Intendantin, wir sind im Casino Zug, haben die Premiere gehabt. Die Intendantin war irgendwie in Quarantäne gewesen. Und dann hat es eine Ansage gegeben, natürlich, die ziemlich betrübend war und wir nachher so... Yay! Feel Good Show! Ja, Leute! Jetzt geht Party an! Das ist der Moment, wo dich ein bisschen schwimmt, auf die Bühne kommst und dann so voll Juhu! Und vorher ist wirklich so ein bisschen eine Trauerrede und die ganze Szene, die dort hockt, wo natürlich alle so dermaßen betroffen sind von diesem Lockdown, ist einfach die Stimmung, ist wirklich schwierig gewesen. Aber wir haben alles gegeben. Ja, aber es war irgendwie total berührend gewesen, weil irgendwie die Sachen, wir haben so, irgendwie so eine Doppeldeutigkeit bekommen, die du eigentlich gar nicht geplant hast. So, irgendwie der Schlusssong, haben wir irgendwie ein Glas auf die Liebe, wo wir singen. Und das ist dann irgendwie
die Leute im Zuschauerraum, weißt, mit Tränen in den Augen und so. Aber es ist auch irgendwie, ja, ich glaube, so eine Show werden wir nie mehr haben. Wie, hast du, wie ist es bei dir gewesen? Du bist ja auch, also du bist neu im Spital gewesen, mit Blindarm, oder was ist bei dir passiert? Aber ich jetzt, wo dir Zug gesagt haben, habe ich gerade an meine letzte Show vom alten Programm gedacht. Ich hatte noch zwei gehabt. Bern und Basel wäre der näher gewesen. Ja. Am 12. März habe ich noch einen Zug gespielt und es sind so viele Tickets zurückgegeben worden und No-Shows und so, dass wir am Schluss, ich glaube, 13 Leute gehabt haben. Und wenn ich nicht gespielt habe, wäre es deutlich günstiger gekommen, als wo ich dann gespielt habe. Ja. Ich habe gefunden, ich spiele trotzdem, weil irgendwie, eben, wer weiß, wenn du wieder kannst und so, bla bla. Und ich habe das ganze Solo habe ich auf YouTube geknallt. Von dem oben. Es ist so eine geile Stimmung gewesen, weil dort ist natürlich genau das Gegenteil gewesen. Es ist, man weiss noch nicht das Ausmaß von dem Ganzen. Ich finde es auch lustig, weißt, ich merke es anhand der Sprüche, die ich dort gemacht habe, wo so, die meisten könntest du immer noch machen, aber du merkst halt, dass eben dort, ich habe das gesehen, als ich es geschnitten habe, ich so gedacht, der hat keine Ahnung, was alles passieren wird. Ja. Der hat das Gefühl, ja, ist wahrscheinlich der letzte oben jetzt für eine Zeit, aber der weiß nicht, dass das so lang wird gehen. Und da hat es eine andere Lockerheit. Und, ja. Und denen, wo der Herbst jetzt gekommen ist, habe ich für den Premierentag, warte jetzt, zwei Tage vor Ort, genau, habe ich notfallmäßig den Blinddarm. Okay, shit. Wie ist das passiert? Du hast einfach plötzlich gespürt, hey, ich habe Schmerzen, was geht ab? Eineinhalb Jahre habe ich es gespürt, ja. Aber immer nur schubweise. Oh, das heisst, wahrscheinlich hat er sich immer wieder mal mehr entzündet und dann ist wieder fast nichts gesehen, weil man, weißt, ich habe einen Bluttest gemacht und alles Mögliche und es hat nie Wert gehabt. Und ich habe immer wieder Beschwerden gehabt. Und zum Beispiel der erste Auftritt nach dem Lockdown habe ich nachher beim Kollegen in Bern gepennt, weil dort sind wir im Casino auftreten. Und dann habe ich beim Kollegen gepennt, beim Dominik Giesin. Und ja, und wir laufen heim und ich sage, mir geht so schlecht. Und er so, hey, ist kein Problem, gell? Und so. Und dann mega herzig, hat mir irgendwie noch so einen Kessel gebracht und so. Okay. Und dann ich die ganze Nacht bin ich auf der Toilette gesehen. Oh Gott, du Arme. Alles raus. Und dann habe ich wirklich so gedacht, ist das jetzt, weil ich ihn jetzt 3 Monate nicht gespielt habe, nervös gesehen? Der Zucker trinkt den ganzen Kaffee, habe ich zu viel Kaffee getrunken mit ihm? Und alles so Zeug, so du dann überlegst. Und dann findest du irgendwann raus, wo ich es dann eben wieder hatte und es wieder so weh gemacht hat. Dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt muss ich in Notfall. Mhm. Also, und dann haben sie gesagt, so gerade mitgekommen, also sprich, ich habe gesagt, wenn es in 15 Minuten nicht besser ist, dann gehe ich in Notfall. Mhm. Und es war 5 Uhr morgens gesehen. Ah, shit. Und meine Freundin dort sagt, ich glaube, wir gehen jetzt schon. Also, okay. Weißt, die Viertelstunde. Ja, die kommt. Ah, nee, du. Dann sind wir in Notfall gefahren. Sprich, zuerst die Sanität überlegt, aber das kostet ja mega viel. Und dann denkt, komm, wir nehmen das Taxi. Mhm. Das Taxi genommen. Und er so, weißt du, mit Maske und allem. Und er so, was, wo müssen Sie hin? Und ich so, in Notfall bitte. Und dann ist er gerade so, okay. Dann hat er gerade einen Schock gekriegt. Oh. Ja, dort haben sie ein paar Tests gemacht und so. Und dann hat es irgendwie, Dienstag hat die Premiere gehabt und irgendwie Sonntagmittag oder so ist klar gewesen, dass sie das jetzt operieren und rausnehmen. Und ich die ganze Zeit noch so, ja, aber wann kann ich denn raus und kann ich denn spielen? Ja. Also nein, spielen habe ich aber nicht gesagt, sondern kann ich bald wieder raus? Und die so, also, sie hat eine Woche krank geschrieben, was ist das Problem, oder? Ja. Und ich so, ja, aber ich muss dann Dienstag und so. Künstler eher. Und sie haben dann gesagt, man verbietet es nicht, aber also, das müssen sie wissen. Ja. Und dann habe ich überlegt, die hat 5 hintereinander gespielt und so. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich ist es besser, wenn nicht. Ja. Und es hat sich dann auch als richtig rausgestellt, weil irgendwie 10 Tage später hatte ich den Premiere gehabt, alles verschoben, dort sind gerade die Zahlen wieder gestiegen, da haben wir noch etwa 150 Tickets verloren wegen der Verschiebung, weil die Leute halt einfach gesagt haben, ich habe zwar seit einem Jahr ein Ticket, aber wenn ihr mir jetzt anbietet, dass ich das Geld zurück habe, logisch. Ja, auf Nummer sicher. Und dann hast du nicht mehr gespielt. Nachher. Doch, und dann habe ich 3 gespielt und dann nur noch die 50er Shows, irgendwie in Luzern eine. Aber die machst du wirklich nur zum Spass. Und ich meine, ich bin allein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Nein, bei uns auch, oder? Also, bei euch ist es wahrscheinlich noch härter. Ja. Wenn, das lohnt sich nicht. Nein. Also bei mir ist es schon nur, ich nehme einen Support mit, der Cenk, ich habe noch Technik, du kennst. Ja.
Und bei 50, ich mache keine Vollkostenrechnung, aber bei 50 komme ich ziemlich auf null. Und wenn ich das Auto würde rechnen, dann... Ja, nein, wir auch, oder? Wir haben jetzt gesagt, dass das Programm machen wir jetzt, wir setzen voll auf die Musik. Yeah. Und wir möchten ein bisschen einen fetteren Sound. Normalerweise haben wir ja einfach Sonja und die ist so, die spielt drei Instrumente perfekt. Mhm. Darum haben wir gleich eine Abwechslung, aber wir haben jetzt noch einen Drummer dabei. Yeah. Christoph Gautschi. Und darum eben, mit dem ganzen Gepäck und Technik und Drummer und alles dabei. Eben mit 50 kommst du einfach nicht mehr raus. Das war halt so ein bisschen Todesstoss gewesen, zuerst mal. Oder? Ja. Ja, und das ist ja lustig, wenn du Kontakt hast mit so Leuten von Kulturabteilungen, bei Kantonen etc. Ich weiss nicht, wie es bei euch war. Ich habe von Bahnen gehört, dass dann die Reaktion war, das kann ja gar nicht so viel kosten. Ja. Das kann ja gar nicht sein. Das sind die, die mich fragen, was machst du den ganzen Tag? Ja, was ist dein Beruf? Aber ja, nein, auf jeden Fall, jetzt sind wir gespannt. Eben, wie machst du es jetzt? Hast du irgendwie eine rollende Planung oder so? Wir sind irgendwie immer am... Wir kommen uns ein bisschen vor, als würden wir auf einem Surfbrett stehen. Die Wellen kommen von da und von da und ja, von da. Ja, ja. Aber die haben einfach ganze Blöcke mal definiert und dann probieren die ganzen Blöcke zu schieben, oder? Nein, wir haben eigentlich wirklich jetzt gebucht bis Januar 2022. Yeah. Yeah. Ist gebucht. Und okay. Das nächste, was wir vielleicht haben, cross fingers, ist der 15. April. Aber ja, let's see, gell? Ja. Ob das wirklich stattfindet und die könnten spielen, dort wäre es auch möglich, wo es ein Stadttheater ist und die subventioniert sind. Das ist auch immer eine andere Situation, es kommt darauf an, wo man spielt. Ich auch, bei einem subventionierten Ort habe ich gespielt. Und dann habe ich noch, die haben Fixgagen gegeben und so. Und ich so, ist okay für euch? Die so, ja, ist okay. Ah. Ja, das ist ja cool, das ist ja super für uns, ja. Oder? Das ist super. Also bei mir ist es so, wir haben geplant und natürlich geschoben. Am geilsten ist wirklich der eine, den ich jetzt gesehen habe, Bern. Weil eben Dernière, also nicht Dernière, aber vom alten Programm, war März gesehen, geschoben auf Herbst. Also im November, das dann geschoben jetzt auf März und das jetzt nochmal geschoben auf nächsten Oktober. Also es ist wirklich, auf die jedes Mal springst. Vom einen Programm zum nächsten, weil ich hatte dort noch eine Best-of gespielt, das haben wir dann auch schon wieder rausgenommen und alles so Zeugs. Und jetzt ist es einfach so, es ist angesagt, was angesagt ist und sobald du musst schiebst du halt irgendjemand anders an. Ja. Und für mich hat sich die Tour, die eigentlich geplant war, hat sich jetzt auch schon ziemlich bis auf 2-3 Daten von Herbst auf nächsten Frühling, also von Herbst 21 bis Frühling 22 geschoben. Also das sind schon fast 30 Daten, die wir dort haben. Ja, ja. Ja. Also aber irgendwann geht es wieder los und dann ist der Markt so gesättigt. Ja. Aber dann hatten wir keine Maskenshows und so. Das ist dort schon gesehen. Das ist schon gesehen. Und das ist wirklich ganz und. Also, das ist eigentlich gut gegangen. Ich finde, also gut, Bern haben wir auch die andere Stimmung gehabt. Weißt du, du sagst, alle wollten noch unbedingt mal Kultur konsumieren. Yeah. Und es war so cool gewesen, weil dort hat es auch ganz eine andere wirklich Drive gehabt von Anfang an, wo, hey, wir feiern den Abend noch mal zusammen. Und das ist super schön gewesen. Es waren ganz spezielle Shows gewesen. Es hat wirklich eine Magie gehabt. Die besten Shows. Ich hatte sogar gesagt, mein Mann, habe ich gesagt, weißt du was, komm's noch schauen, das ist der letzte Tag, wo du noch schauen kannst. Und dann, ja, aber wir haben ja noch, ich habe einen 6-jährigen Sohn. Aha. Und ich gesagt, egal, nimm ihn mit, er versteht zwar die Pointe nicht. Yeah. Und dann sind sie dort oben gesessen und er hat alle Songs mitgesungen. Und ich so, Highway to Hell. und es ist genial gewesen. Ja. Das sind eben das ist eben noch lustig, wie du merkst, wie so gewisse Umstände einfach nochmal mehr dazu beitragen. Weil wenn du auf der ganz normalen oben hast, folgt mir nicht, irgendein Dienstag in weiss nicht wo. Ja. Das kann eine mega geile Show werden. Es kann aber auch oft okay gewesen sein. Weil vielleicht ist noch schlecht Wetter an dem Tag und ein paar Leute finden, wenn ich jetzt nicht das Ticket hätte, wäre ich wahrscheinlich gar nicht gegangen. Und ich verstand das völlig. Also ich kann das ja auch nachempfinden. Und dann gibt es eben so die magischen Öben, wo du einfach sagst, ey, heute einfach für alle Seiten. Ja. Es ist ja wirklich ein Zusammenspiel, oder? Ja. Manchmal hast du auch das Schmunzelpublikum, das gar nicht so grölt. Die Stimmung kann ja auch sehr speziell sein dort. Mhm. Ich finde, es kommt immer wirklich darauf an, wie man auch selber drauf ist. Also selber, wie man connectet mit dem Publikum. Ja. Und manchmal gelingt das einfach. Und manchmal ist es mehr Arbeit, am Anfang so wirklich zu catchen. Ja.
Ich weiss nicht, wie das bei dir ist. Du machst natürlich noch etwas anderes als wir. Wir arbeiten vor allem halt auch mit Musik. Mhm. Ja, ich glaube, Musik ist sicher ein gutes Element, um eben zum Beispiel von Anfang an zu sagen, wir lassen es jetzt krachen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, früher habe ich viel mehr das Gefühl gehabt, gerade beim Stand-up, ich muss sie sofort kriegen, ich muss irgendetwas sehr Lustiges machen. Und oft ist durch das ist dann viel länger gegangen, mhm. bis es überhaupt geklappt hat. Also weißt, zum Teil bist du gar nicht reingekommen, weil du bist so in deiner Welt dann irgendwie und probierst so, und hey, das noch, und da haben wir noch etwas. Und die sind so ein bisschen, was will der? Was macht er? Und dann habe ich hatte schon früher noch Corona-Shows gehabt mit so 10, 15 Leuten. Weißt? Wir auch. Und dort habe ich dann gelernt, dass es eigentlich gar nicht darauf ankommt, wie lustig man am Anfang ist. Weil das Zeugs, das du hast, verhebt ja eigentlich. Das weißt du, weil sonst hättest du es nicht schon x-mal gemacht. Und dort hat es ja funktioniert und dort hat es auch funktioniert. Das heisst, ich habe gemerkt, für mich ist viel wichtiger, dass ich den Menschen, so blöd es klingt, ein gutes Gefühl gebe. Ja. Dass ich wirklich einfach eben mit ihnen connect. Und das muss gar noch nicht auf einer lustigen Ebene sein. Absolut. Aber komischerweise, obwohl ich dann noch nicht mal mega Gags mache, kommen die Lacher dann schon von alleine, weil sie sich eben wohlfühlen. Und zwar, du ihnen zeigst, sie haben nicht die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Weil vor allem bei wenigen Leuten hast du schnell mal so die Reaktion, Scheiße. Merkst du es wahrscheinlich gerade, oder? Vor allem im Publikum denkst du, habe ich jetzt eine falsche Entscheidung getroffen, weil so wenig Leute da sind. Weißt du, dann zweifeln sie ja schnell. Ja, das ist das Spiel, das wirklich lustig. Ja, sie sind da irgendwie. Und wenn du dann kommst und sagst, reich oder so. Genau. Und wenn du dann kommst und sagst, hey, wirklich, alles okay, für mich ist in Ordnung, für euch sicher auch. Und dann kommst du in so einen Groove, dann funktioniert es viel besser. Aber ich bin auch immer fasziniert von der Dynamik, die man hat in einer Gruppe. Weil, wenn ich mit den Divertimento-Dudes geredet habe, zum Beispiel, oder wenn ich auch mit der Regula, Helga Schneider, geredet habe, dass, wenn eben mal jemand nicht so einen Tag hat, kann jemand anders rausreißen. Das ist enorm, ja. Aber du musst gleich eben noch die Connection zum Publikum aufbauen. Ja. Also du musst auch schauen, dass du nicht in deiner eigenen Spielwelt bleibst. Nein, du musst, aber das hilft einem wahnsinnig, weil du kommst Energie, nicht nur vom Publikum, sondern auch sonst, was alles passiert auf der Bühne von deinen Kolleginnen. Das kann dir total Halt geben und auch Kraft, wenn du jetzt eben einen Tag hast, wo du das Gefühl hast, ah, heute. Mhm. Unser Motto immer am Anfang der Show ist, hey, wir helfen einander. Yeah. Egal was ist, wir helfen einander, weil wir sind auch immer nervös. Oder wenn wir das erste Mal wieder spielen, ich freue mich schon, das ist das Motto umso mehr, wir helfen einander. Nein, und auf das können wir uns wirklich auch verlassen, untereinander. Ja. Wir wissen, egal was die anderen bieten, jemand holt sie aus dem Seich raus oder irgendetwas. Also, ja, das ist das Coole, oder? Das ist einfach irgendwie, eben, ich glaube, für Stand-up, du bist einfach auf dich selber gestellt, oder? Yeah. Du musst es einfach reissen oder dich aus der Affäre ziehen. Und ich glaube, da ist wie Connection zum Publikum, wie nochmal, glaube ein Level intensiver. Mm. Wir haben uns jetzt noch nie auf das Wagnis aufs Glattis rausgewagt, dass wir irgendwie zu viel Interaction machen, wenn wir merken, das ist jetzt nicht so unsere Stärke. Aber was total lebt, ist einfach, wie wir drauf sind in jeder Show. Mm-hmm. Und dann auch mit dem Publikum dann irgendwie sozusagen wie das Vierergespann so, oder Fünfergespann dann eingehen. Mhm. Weil, wenn es bei uns irgendwie, wenn wir irgendwie, wir sagen immer, wir müssen wie Bell zuwerfen, oder? Yeah. Wenn wir einen verfehlen, dann ist es wie irgendwie, dann sind wir die ganze Zeit nur am Umrücken irgendwie. Und wenn das fließt, dann ist das Publikum wie auch dabei. Dann schiessen sie plötzlich, können wir wirklich auch in den Bell schiessen und sie schiessen wieder zurück. Ja, logisch. Ja. Und, Das kann ich mich noch knapp daran erinnern, wo ich noch Theater gespielt habe, und die kommen ja beide vom Theater, dass du das ja dort vor allem lernst, weil dort hast du ja eigentlich so einen klaren und genauen Ablauf. Also ich weiß nicht, wie sehr dir off-script geht, wenn ihr eine Show habt, mit den Interaktionen untereinander. Aber nicht fest. Wir sind eigentlich meistens im Script, aber wir haben so wie Stellen, wo wir wissen, das können wir je nach Tagesform ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so spielen. Ja, und in einem Theaterstück hast du das ja eigentlich im Normalfall nicht. Dort ist ja dann wirklich einfach Wort für Wort, Satz für Satz, weil es muss ja auch der Anschluss stimmen, etc. Und dort hast du das extrem, wo einfach irgendwie, ich hatte das gehabt mit irgendwie der einen Premiere, dann kommst du raus und dann verdrehst du wirklich irgendwie zwei Wörter am Anfang. Und dann bist du an denen am Nachdenken und irgendwie durch das ist der Lacher nicht gekommen, obwohl es eigentlich ein sicherer war.
Und dann merkst du, wie oft alle anderen so noch ein bisschen mehr auf dich zuspielen. Ja. Also ein bisschen, ja, noch ein bisschen freundlicher, noch ein bisschen offener. Ja. So richtig zu dir anschmeißen. Schon ja. Genau das, dass ja. Die Ball zuwerfen. Ja. Von dort kenne ich das. Und im Stand-up ist das pure Gegenteil. Ja. Dort ist es wirklich einfach, ja, du ziehst dich irgendwann da hinten auf die selber so führen. Ja. Und machst du das auch so, dass du dir die Szene im Stand-up so fast ein bisschen wie stichwortmäßig aufschreibst und nachher ja. Sozusagen jedes Mal wieder neu formulierst oder tust du es ausformulieren für dich? Die Formulierung kommt mit der Zeit irgendwann, ich höre immer nach jeder Show, was ich eigentlich genau erzählt habe. Und wenn es irgendwie richtig getönt hat und uns irgendwie Lachen gegeben hat, dann würde ich eher in die Richtung gehen beim nächsten Mal. Ja. Aber ich habe es auch schon gemacht, dass ich wirklich bei 079 habe ich es so gehabt. Dort habe ich einfach mit reinen Grundgedanken habe ich einfach gespielt, 4 oder 5 Mal. Danach habe ich die 4 oder 5 Mal habe ich dann alle einzeln nachgelost und habe mir wirklich bei allem so ein bisschen das Beste rausgeschrieben. Ja. So, dort, wenn ich irgendwie über die Songpassage rede, dort mache ich es eher so. Das ist lustiger gesehen, als wenn ich es so mache. Und dann habe ich das so wie so ein Puzzle habe ich so probiert zusammenzufügen. Ja. Aber das ist lustig. Effektiven Satz geschrieben. Bei dieser Nummer habe ich nicht. Habe ich keinen einzigen Satz geschrieben bei dieser Nummer. Und bei anderen ist es von Anfang an, da bist du recht irgendwie an Formulierungen und es kommt auch darauf an, wie viele Wortwitz du in einem Bit drin hast und so. Und jetzt mit dem letzten Programm habe ich dann das, was ich für die Nummer gemacht habe, habe ich sehr aufs Ganze angewendet. Da habe ich wirklich bei jedem Tryout habe ich durchgelost und nochmal eine andere Formulierung und dann probiere ich nochmal diese Formulierung. So, weil was du sagen willst, ist irgendwie schon klar im Kopf. Ja. Aber es muss dann auch halt am meisten auf den Punkt. Es muss schon auf den Aufbau gehen, oder? Das muss ja auch, du musst ja auch deine Fixpunkte haben. Ja, ja. Und dann am Ende, weißt du, wenn du das Programm lang gespielt hast, ist es dann schon immer die ähnliche Formulierung. Das natürlich mit nachher das Finesse natürlich. Und das hat irgendwann so nach... Es kommt so vor, also beim zweiten Programm hatte ich schon so einzelne Nummern gehabt, wo es so wie klar war. Also, weißt du, wenn du eine Promi-Imitation machst oder so, dort habe ich dann ganz genau gewusst, das heißt so, dann, das, da. Und wenn ich aber eine Geschichte erzählt habe, habe ich sie immer ein bisschen anders gesehen. Das ist die Geschichte, wie ich sie in Erinnerung habe. Ja. Oder? Ja. Und das hat sich schon geändert. Jetzt ist es schon viel bewusster, wenn du was, wo, wie es sagst. Ja. Das ist so. Und dann bleibt es auch plus minus gleich. Aber ich schreibe auf der Setliste, wie ein Musiker. Ah, schau jetzt. Eben das sind Stichworte. Okay. Und dann, ich denke immer, ich habe mal gesagt, das perfekte Set, was es wahrscheinlich nie wird geben, aber das perfekte Set würde ich mir noch einmal tätowieren. Und das Problem ist dann aber immer, wenn ich so denke, aber die Nummern... Wenn es auf dem Rücken ist, ist schlecht. Vor allem, wenn du es dann liest, wenn du dann die Setliste liest, dann ist es wirklich einfach so... Furz, ja. 079, wütend auf Toilette, keine Ahnung, was. Weißt du, du liest das dann alles so. Okay. Jemand, der keine Ahnung hat. Ist nicht so gäbig, manchmal wenn du ein Date hast und du hast deine Furzliste so verbraucht, ist es vielleicht nicht so gäbig. Das ist alles möglich, aber dazu denken, ja, das lernen wir vielleicht jetzt. Und vor allem, weißt du, es kommt dann auch zum Teil darauf an, was ist der Reihenfolge. Weißt du, es kann dann irgendwie sein, dass vor Furz als nächstes Papa steht. Ja. So, wieso? Bei uns ist das auch so blöd. Oder viele von unseren Songs, wenn die einfach so aus dem Zusammenhang hörst, also der eine heisst Arschloch, der andere heisst PMS. Und das Schlimme ist, wir haben noch eben kleine Kinder und wenn wir daheim so Zeug üben, die singen dann das auch irgendwann einmal. Das ist die Kindergarten natürlich. Ja. Am Kindesgehen oder so. Ich glaube, die Betreuer, die denken schon, hey, was lönt die denn an? Und dann kommt noch mein Mann, der lädt dann daheim noch Deichkind ab oder so Zeug, weißt du, irgendwie 1000 Jahre Bier. Nachher schreibt er irgendwie, muss er seinen Lieblingssong aufschreiben in den Büchern, die sie jetzt überkommen, oder? Ja. Irgendwie ist das jetzt so der Gag, dass man so Büchlein muss ausfüllen. Freundschaftsbücher. Genau, ja, ist das auch. Und das Freundschaftsbücher. Und ich hatte eins von Titel. Und dann kommen die Lieblingslieder, oder? Die Setlist, die du auf dem Buch gehabt hättest, ist dann dort in diesem Büchlein verewigt für alle Zeiten. Oder? Ja, das ist dann schlecht, oder so. Irgendwie Mama, Oma gibt Handtasche, Arschloch. Und ja. Schlecht. Mit Pfiffi. Ja, der Tom Segura sagt das. Das sagt, wenn du Kindern Fluchwörter beibringen willst, dann darfst du es nicht offensichtlich machen, sondern du musst ein Lied daraus machen.
Und so kannst du Kinder versauen. Stimmt. Einfach Kinder von anderen Leuten. Und dann machst du einfach irgendwann so von diesen, ich weiß nicht, was er gesungen hat, aber irgendwie so, shit, asshole, motherfucker. So, und danach hat sie das so im Kopf und dann geht sie heim. Es bleibt. Das Lied, oder? Du bist eine Pädagogin, du weißt wirklich alle die Kniffs und Tricks. Also ja, Kniffs und Tricks. Aber es ist wirklich so, Kinder lernen wahnsinnig mit der Melodie. Und mit ja, klar. Die kann ja das so zack auswendig. Du kannst ihnen wirklich einfach das richtig so... Ja, aber sie lernen viel, aber du kannst nicht wirklich einfach auch seich langsam in sich abbringen. Nein, das ist ein bisschen schlimm. Aber es ist spannend, wie das Kinderhirn und unser Hirn auch noch funktioniert. Ja, yeah. Du bist Pädagogin. Ja. Also, okay. Ja. Oh no. Mal gesehen. Ja. Nein, jetzt wieder. Jetzt habe ich jetzt im Lockdown habe ich mich wieder zugewendet. Das ist auch cool. Ich tue sehr gerne unterrichten. Ja. Erwachsene und Kinder. Ja. Was denn? Ich bin Gesangspädagogin an einer Schauspielschule hier, FilmZ, und habe noch das Burgdorf, wo ich lebe. Bin ich an der Musikschule und habe dort Singschule. Sehr und darf mit diesen Kindern dort Sachen machen, das Fakt, ja. Mir hat als Teenager hat mir Gesangsunterricht, ich habe es nicht lange gehabt, vielleicht ein halbes Jahr oder so, aber hat mir extrem geholfen, weil du einfach mal überhaupt nicht nur deine Stimme, sondern die Körper. Es gehört ja auch dazu. Der Körper, deine Stimmungen, die verschiedenen Stimmen, die du kannst machen kannst. Dort mal herzugehen mit den Kindern, die fühlen sich total frei. Und es ist so schön, dass aus denen rauskommt. Ich habe immer wieder Freude. Das ist wirklich so ein erfüllender Moment, wenn sie plötzlich sich wagen und reingehen in ihren Körper und in ihre Stimme. Und was machst du? Schon nur das ist einfach cool. Die haben so Freude, die strahlen. Und mit Erwachsenen übrigens genauso. Ja, und dann noch Fluchwörter dazwischen. Ja, genau, dann noch ein paar Fluchwörter. Das ist viel gut. Nichts sagen. Dann kannst du keine schlechte Laune mehr haben, oder? Es ist einfach ein paar Fluchwörter singen und dann ist gut. Und hast du auch selber Kinder? Ja, zwei. Ja, zwei. Also du hast einen Sohn und du hast... Und ich habe zwei Mädchen. Und wie alt sind die? Die sind 5 und 7. 5 und 7 und bei dir 6? 6. Wir können gerade eine Stegerin machen. Haben die untereinander... Ja, wir haben, also, als wir uns gegründet haben, die Ex-Freundinnen, dann war ich zuerst schwanger gewesen, nachher ist Isabel schwanger geworden, dann bin ich wieder schwanger geworden. Also wir haben immer so ein bisschen... immer so. Wir haben uns schnell den Bauch über... Staffellauf. Und das Geilste war, es ist irgendwie so gut angekommen, dort, wo nachher niemand mehr schwanger war, ist es viele lang, haben wir so einen Bauch gemacht, damit wir Joe nicht mehr umschreiben. Ich habe nachher so einen Fake-Bauch angehabt und weißt du, voll abgetanzt. Und gewisse Leute haben nachher gedacht, hey, Wahnsinn, wie du das im 8. Monat noch geschafft hast. Ja, aber jetzt habe ich halt gerade keinen mehr. Nein, es ist wirklich cool gewesen. Das ist, und haben wir noch Geburt gemacht in Geburt, der Pause. Pause haben wir noch schnell Geburt gemacht und sind nachher wieder auf Bühne, genau. In der Show. Nein, das ist ein bisschen länger gegangen. Spuren lang gegangen bei mir. Wie lange hast du gehabt? Oh nein, so reden wir nicht davon. Nein, das eine ist normal, aber verkehrt sie hat die krasseste Geburt gehabt. Ja. Und das zweite wäre auch wieder so rausgekommen, habe ich gesagt, nein, jetzt mache ich es nicht normal. Dann habe ich mich da aufgeschlitzt. Das ist gäbe gegangen, muss ich sagen. Das ist weniger lang gegangen. Das nehme ich an. Ja, aber wenn es umgekehrt ist, es ist schon ein bisschen. Sie hat zum Glück so ein krasses Zwerchfell. Wir haben so ein Meerjungfrauen-Film gemacht, so als Gag, wo wir mit so einer Flosse, ich dachte, wir versaufen. Und Danico und ich, wir sind wirklich fast versoffen. Wir haben erst einen Kameramann irgendwie im Hallenbad Oerlikon von unten aus gefilmt und der immer so, kommt noch ein bisschen runter, auf dem Grund vom Becken, weißt du, vom 10-Meter-Becken. Und wir so, runtertaucht. Und sie war etwa 3 Minuten drinnen gewesen, und wir sind irgendwie so 2 Schwimmli und nachher, nein, ich muss rauf, sonst schaffe ich es nicht mehr. Jetzt sind wir rauf, noch Kontaktlinsen sind rausgefallen, weißt, es war so schlimm gewesen. Da habe ich wirklich fast abgeknippelt. Das war absolut mein Ding. Und so, sie hat einfach so eine Lunge, so ein Zwerchfeld, wo sie auch so toll singen. Wo sie einfach drinnen geblieben ist. Und wahrscheinlich hast du darum dein Kind so locker rausgebracht. Also Entschuldigung, locker kann man es jetzt nicht. Also, es würde ich jetzt nicht behaupten, dass das locker war. Aber ich has nicht wirklich. Aber in dem Moment, wo es wirklich darum ist gegangen und wir sind ein bisschen Stress gekommen, verkehrt um und Zeug und Sachen. Man hat es zwar gewusst, aber am Schluss muss ja gleich noch den Kopf, und das ist nun mal das Grösste. Wo, also, ich wollte jetzt da nicht too much information. Aber es ist, an dem Moment, wo ich gewusst habe, jetzt geht es um dich, habe ich wirklich gedacht, Martina, du singst den ganzen Tag. Das ist jetzt der Moment. Jetzt
gibst einfach alles, was du je gelernt hast. Und das ist wirklich, das hat mir total geholfen, das Selbstvertrauen zu haben, dort einfach jetzt Vollgas zu geben. Und er ist dort gut gekommen. Du hast auch nicht noch dazu gesungen. Nein, das hast du in dem Moment nicht mehr wollen. Aber es hat vielleicht... Das wäre es jetzt noch gewesen. Ja, es war ja, eine Show gewesen, nämlich. Es sind auch viele Leute, die schauen können, das siehst du fast nie mehr. Alle Arztassistentinnen und sie alle dort gestanden rundum. Es waren etwa 10 Leute, die sie einmal bei so einer Geburt sehen wollten, live. Hey, krass. Ich dachte, ich könnte noch etwas singen. Ich muss jetzt meine Geburt auch noch Show sein. Eben, kannst du nicht sagen, acht Leute sollen wieder gehen? Hey, nein. Ja, weißt du, in einem Moment, ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Da tust du dich auf anderes konzentrieren. Ich dachte, ach komm, ist doch mir gleich, wenn ihr etwas könnt lernen könnt. In Covid-Zeiten unvorstellbar, dass 10 Leute sich versammeln und sagen, nein, das müssen wir jetzt mal sehen. Spontan draussen vielleicht. Sorry, wir haben irgendwie noch nie so richtig von dieser Geburt geredet. Jetzt musst du dir das anhören. Hey, völlig in Ordnung. Ja. Aber ich weiss nicht, ich habe so geschrauen. Und dann ist irgendwie mal jemand gekommen und gefunden, wissen Sie was, vielleicht ein bisschen weniger. Und ich denke, hey, Gott, ich muss jetzt einfach irgendwie, ich mache jetzt alles, damit es klappt. Und dann hat sie aber gesagt, nein, nicht wegen der Lautstärke, sondern einfach, damit sie mehr Kraft haben. Tun sie das irgendwie in den Körper nehmen? Und ich so, Das ist quasi, du tust sie eigentlich kanalisieren. Ja, so, du musst es irgendwie... viel Energie sonst weg. Wo bist deine Geburt? In die Vagina senden. Möchtest du auch noch gerne erzählen von deiner Geburt? Meine Geburt ist ganz toll gewesen. Ich glaube, nach 2 Minuten oder so habe ich geschrauen. Echt? Nein. Bist du im Taxi gekommen? Nein, nein. Sonst ist es schon eine längere Geschichte gesehen. Meine Mutter weiß es natürlich besser. Ich habe mir gemeint, 9.43 Uhr, anscheinend bin ich um 9.46 Uhr auf die Welt gekommen. Oh. Das verändert natürlich dein ganzes Leben. Weißt du, wegen der Sternkonstellation, gell? Richtig, das wird alles andere. Alles. Was bist du für ein Sternzeichen? Wassermann. Ah, schau jetzt. Aha. Erste, zweite. Ah, cool. Glaubst du an so Astrologie, Sternzeichen? Geburtstag? Ja. Oh. 33. Und dann, oh, look it! Das kommst du schnussi. Ja. Yeah. Das ist schön. Aber eben, für meine eigene Geburt weiß ich nicht mehr so viel. Ja. Leider. Das wäre auch verrückt. Du wärst gerade der Einzige, der irgendwie meine Geburt. Es gibt ja Menschen, die nehmen so halluzinogene Pflanzen, wo sie ihre eigene Geburt nochmal durchleben. Das ist sicher ganz schön durch den engen Geburtskanal. Also ich kenne einen, der hat mir das mal erzählt. Und dann sagt er, und weißt du, seitdem habe ich meinen Eltern verzeihen. Ach, Jesus Gott. Seitdem habe ich Platzangst. Hey, nein. Gell, du hast auch Platzangst. Ja. Ah, schau jetzt, vielleicht solltest du mal zurück. Klaustrophobie. Ja. Ich konnte ganz lange im Lift fahren. Und das war scheiße in New York. Ich habe die Steine drauf. Nein, wirklich. Du also hast auch. Ich kann schon Lift fahren. Ja. Einfach wenn er stecken bleibt, ist vorbei. Ja. Bist du mal stecken geblieben? Ja, zum Glück nie allzu lang. Und einmal war es so ein grosser Lift, so ein riesiger Warenlift, wo es mich dann nicht gerade mega gestresst hat. Ja. Aber es gibt immer noch so Anflüge. Also irgendwie, von wegen Flug. Irgendwie, wenn du mit dem Flugzeug landest und sie machen die Türen noch nicht auf, aber es stehen schon alle. Oh, und so. Okay. Dann ist es ein bisschen unangenehm. Aha. Und halt auf die Menschenmasse an sich. Ah, schau jetzt. Menschenmasse, bei Konzert bin ich eher hinten. Street Parades tönt nach einem absoluten Albtraum für mich. Ja, das ist schon für mich. An der Fasnacht, wenn sie jetzt gesehen war, bin ich aktiv auf der Strasse, dort hast du Platz. Ja. Und dort habe ich als Recht, Leute ein bisschen auf die Seite schieben. Okay, ist gut. Und dort hast du eigentlich auch nie richtige Drucke. Da hast du vielleicht so am Morgenstreich, hast du vielleicht neu mal ab und zu so ein bisschen so ein Knäuel von Menschen, aber das löst dich dann auch schnell wieder auf. So. Aber das ist noch gut. So, irgendwie auf der Bühne hast du immer so ein bisschen deinen Platz, hast gleich die Menschenmassen. Oder? Das ist noch. Genau. Hast du the best of two worlds. Mega geil. Und wo ich noch bei Energy geschafft habe und alle die Events sind im Hallenstadion und so, das ist traumhaft, weil du läufst dann einfach immer schön hinten durch die Gänge rum, wo du immer schön den Platz hast und dann kannst du einfach gezielt machst du die Türen auf und dann hast du dort wieder tausende Leute und dann bist du aber trotzdem nie völlig drin. Bist du viel im Hallenstadion gewesen in dem Fall? Ja, was haben sie? Sie haben zwei Events im Jahr gehabt, zeitlang, Fashion Night und Star Night. Ja. Und da haben wir auch einmal für ProSieben so eine Moderation gehabt, aus den Leuten raus.
Und dann ist aber cool. Halt oh, wow. Dann ja, ist aber zwei so Maschinen, die vor dir durchlaufen. Ja. Und dann geht's. Weißt du, ich habe mir immer gedacht, wie können die Musiker und so, wie können die durch die Leute warten? Und dann merkst du mal, wenn du genau schaust, siehst du, wie auf vorne, irgendein 250 Kilo Schrank, oft alle so ein bisschen, oh mein Gott, so ein bisschen hin und her schaukelt, dass du immer die Platz hast. Also Stage Diving wäre nicht so dein Ding. Habe ich schon gemacht. Hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Wo? Mit irgendwie 17 oder so. Im Sommercasino. Da hast du das mal gemacht? Hau. Das ist so geil. Also, ja. Die Kind hat Stage Dive gemacht. Hä? Mein Kind? Genau. Voll oder nein. Nein. Eben Menschenmasse ist auch gar nicht mein Ding. Ja. Nein, ich belange gar nicht Menschenmasse. Jetzt kann ich mich damit abfinden, aber auch nicht, also nicht freiwillig. Ja. Aber eben, Klaustrophobie hat ja so viele Seiten. Weil es kommt immer davon, was ist Angst vor engen Räumen? Für mich ist hauptsächlich die Angst, mich nicht bewegen zu können. Ja. Und da gehört natürlich ein enger Raum. Wenn er nicht mehr aufgeht, gehört dazu. Ja. Oh, hast du mal so einen MRI müssen machen? Was ist das so? Ah, jetzt müssen machen wegen Blinddarm. Yes, ja. Gott, das ist das Schlimmste, oder? Gut, dort muss ich ganz ehrlich sein. Weißt du, was dort das Schlimmste ist? Dass sie dir so eine riesige Hartgummi Schüssel geben, wo sie sagen, gewisse Körperteile muss man dort rein verpacken, wegen der Strahlungen. Oh, was? Aber nicht alles, sondern nur, tun sie nur den einen Teil rein, die anderen können sie draussen lassen. Und, so. Und dann bist du so, okay. Und dann hast du oft Angst, habe ich jetzt irgendetwas falsch gemacht? Du bist jetzt verstrahlt für alle Zeiten. So. Habe ich jetzt die falschen Sachen? Deine Kinder werden irgendwie dampfen. Shit. Oh, okay. Das ist fast schlimmer. Und dann darfst du dich aber nicht bewegen. Nein, und dann bist du so, kehren sie mich. Ja. Jetzt gehen sie langsam rein und dann gehen sie dann noch irgendeine so eine, was ist das gesehen? Ist es eine Spritze oder? Beruhigungsmittel oder so. Oder ist es etwas, wo du, ich glaube, irgendetwas, wo du ins Maul nimmst, wo du irgendwie drauf bissest oder so. Und dann heisst das könnte dann irgendwie schnell eine halbe Minute metallisch schmecken. Ah, shit. Hey, das haben sie bei mir alles nicht gemacht. Hey, ich habe jetzt nicht die Panik. Jetzt ist alles klar. Jetzt ist alles klar. Wobei, warte, jetzt immer, ich habe, das dort ist, glaube ich, CT gesehen. Nein, CT ist wieder etwas anderes. Ja, also ich habe aus irgendeinem Grund, ich habe alles irgendwann schon mal gemacht und weil ja auch oft du dann auch noch unter Einfluss von irgendwelchen Medis bist, weißt zum Teil auch nicht mehr, was, wenn, wie, wo genau siehst, oder? Ja, bei mir ist vielleicht auch noch mal etwas anderes gewesen. Jetzt denke ich, da muss man nicht mehr abdecken. Das ist schon durch. Nein, so gut, ey. Shit. Nein, ich finde, also es ist noch faszinierend, dass du sagst, dass Menschenmengen dir Klaustrophobie geben, weil ich bin eine Weile lang tauchen und dort habe ich es perfiderweise gemerkt. Also in Lift, die wirklich eng sind. Und nachher im weiten Meer, sozusagen, wenn du irgendwie so in einem Blue Dive. Aber da geht es ja um die Luft. Open Water. Yeah. Ja, ich glaube, es hat etwas zu mit der Luft. Weil eigentlich hast du ja so viel Platz wie niemand anders, gell? Aber irgendwie, alle sind schon unten am Warten gewesen und ich bin irgendwie nicht runtergekommen. Genau. Du bist am Ausblasen die ganze Zeit und kommst nicht runter. Yeah. Ich denke, hey, nein, ich schaffe es nicht, ich muss wieder aufs Boot zurück. Aber dann haben wir wahrscheinlich ziemlich ähnliche Form von Klaustrophobie. Ja. Weil bei mir ist es mit dem Tauchen auch ganz schlimm gewesen. Ah, du hast auch tauchen? Nein, ich habe es einmal gemacht. Okay. Und zwar, das war ein geiles Sicht gewesen. Wir sind, mein bester Freund und ich sind in Thailand gesehen, auf Koh Tao. Du kannst super schön tauchen und kannst auch recht günstig den Open Water, bla bla. Der Paddy-Ski. Paddy und dann gibt es einen zweiten, International Paddington. Paddy, ISS, irgend sowas, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, der Paddy war es gesehen. Und der Typ, der Tauchlehrer, das ist so eine dicke, glatzköpfige Londoner gesehen. Oh wow. Richtig geiles Sieg. Ja. Früher irgendwie gross im Finanzding geschafft. Und dann ist er in der U-Bahn, eins hinter der U-Bahn-Bombe, ist er gesehen. Und ist 2 Stunden, apropos Klaustrophobie, ist 2 Stunden in dem Tunnel in der U-Bahn stecken geblieben. Die haben sich nicht können bewegen, nicht raus. Da kannst du nicht mal Türen aufmachen, weil du einfach nichts. Ja, irgendwann haben sie dann mal raus können und sind durch einen schwarzen Tunnel, völlig verraucht, einfach nur schwarzer Rauch. Oder? Und dann ist er trotzdem noch ins Geschäft
Da kranke ich sicher. Ich fand, es ist egal, ich gehe jetzt und so. Und geht da an und sagt, irgendwie, es tut mir leid, Chef, aber ich bin da hinter der U-Bahn-Bombe gesehen. Und ach Gott, geht mir nicht gut. Das ist eine gute Excuse. Ja, eben, so schwarzer Rauch, weißt du, in den Lungen und so. Ja. Und der andere sagt irgendwie, das ist mir scheißegal, weiterarbeiten. What? Und dann hast du einfach gewusst, und das dann, war so. Und dann hat er gesagt, fuck this, I quit. Ja, und ist rausgelaufen. Und ist dann privater Tauchlehrer geworden von irgendwelchen Scheichen und so, auf so Yachten und was weiß ich. Und irgendwann hat er gefunden, ah, Thailand ist noch geil. Und jetzt ist er in Thailand, und, also ich weiß nicht, ob er jetzt gerade ist, aber dort halt eben unterrichten. Ja, ja, du, unter Wasser ist mindestens keine Corona-Ansteckungsgefahr. Hast du deine Maske? Sein Problem ist aber, er muss immer so eine Lederkappe anziehen, weil auch 15 Meter unter Wasser würde er sich die Glatze verbrennen. Nein. Ja, logisch, UV gut. Ja, auch shit. Ja, du. Das Problem hast gut, du. Gut, das hast du gerade nicht. Jetzt habe ich dazu geholt, der Typ, der hat dann gefunden, eben mit Anfänger, mein bester Freund zum Beispiel, der hat so einen komischen Schein und dann kannst du irgendwie so Partner tauchen. Lalala. Ja. Und also mit Anfänger schaue ich dann und alles easy. Und dann sind wir so an der Wasseroberfläche und danach hat er gesagt, ist okay, weißt du, gut, kannst unter Wasser. Und ich so, mach so und ich weiss, ich bin's nicht. Und schon ab dem Moment, wo ich das Wasser so bis zum Mund kriege, tauche ich wieder auf und fange so an rumfuchteln, dass ich ihm den Regulator rausschlage. Ja, den Regulator aus dem Gesicht rausschlage. Und dann so, what the fuck, man? You just hit me, weißt du? Oh, so, nee. So, hast du mal leid, so. Bravo. Dann hat er aber mal mit so Schnaufübungen gemacht und so. Ja. Und dann sind wir runter. So, und dann ist easy gesehen. Aber ich fühle mich gleich nicht wohl, weil ich einfach so, ich habe das beklemmende Gefühl, eben von wegen, wenn ich jetzt auftauchen würde wollen, kann ich nicht. Geht es Weile. Ja. Ich habe das auch, ja. Und das ist eigentlich das Schlimme. Ja. Und das ganz Schlimme ist gesehen, dass nur eine auch Anfängerin, die mitgekommen ist, das ist irgendwie die Mutter gesehen von der einen, die jetzt seit 2 Jahren auf Thailand lebt. Weißt du? Schön. Irgendwie, ich glaube, Schwedin ist es gesehen. Mhm. Und sie hat auch panische Angst gehabt. Und dann hat sie immer so am Abend gehen. Was, in der Nacht sind sie gegangen? Nein. Ah, sie sind auch abgegangen. Ah, sorry. Ja. Und dann ist sie so nach 5 Metern oder so, macht sie so. Bastelt ihr nicht. Und fährt sie auch rumfuchteln, von wegen, sie will rauf, sie kann nicht mehr. Und dann merke ich so, für mich allein geht es, aber wenn ich die Panik von ihr mitkriege, dann ist fertig. Dann steckt sie mich wie an, oder? Und dann habe ich einfach so weggeschaut. Und er ist dann aber auch bei ihr, ist recht cool unterwegs gewesen. Und dann hat er mir gesagt, komm, mach doch schnell das Prüfe, oder wie es heisst. Ja. Gut 2 Tage kostet so viel und du wärst super dafür. Und dann habe ich so wirklich überlegt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, los, ich danke dir mega fest. Ich habe jetzt einmal meine kleine Angst ein Stück weit können überwinden, dank dir. Aber das war es, glaube ich, auch für den Moment. Ja. Und schade, es ist so schön, eben, oder? Ich finde es mega schön. Du tauchst sicher auch. Ja, also ich has eben, das ist schon etwas, was ich noch sehr vorhabe in meinem Leben. Ich würde das lieben. Du bist schon fast abgenommenmässig. Sie braucht ja nicht mal einen Sauerstofftank. Ich gehe so. Ja, voll. Mit dem Fischwasser. Das ist das Krasseste. Ja, voll. Nein, das ist noch verrückt. Ich bin ja eben auch, ich habe in den Malediven gelernt. Ich habe auch den Ski gemacht dort. Mhm. Und das ist natürlich schlimm, weil wenn dort, wir haben das Hausriff gehabt, da bist du irgendwie einen halben Meter runtergetaucht, hast eigentlich können schnorcheln und hast schon irgendwie Wasserschildkröten und Rochen gesehen und alles. Und so hatten wir, es ist so eine, auch so eine, ich bin nicht sicher, ob er von London war, aber es war auch ein ziemlich krasser Tauchlehrer, der so ein bisschen, ich hatte immer ein bisschen Angst gehabt und immer ein bisschen kalt gehabt, sogar in den Malediven, so schlimm. Und der so, no, you can do it, komm, zack, zack, runter. Und dann sind wir dort am Hausriff runtergetaucht und der hat mich so runtergelockt, weil es einfach so viel cooles Zeug hatte, so eine Moräne dort etwas zum Schauen. Wow. Und zum einfach runtertauchen, wo ich den Grund noch gesehen habe, das ist gegangen. Mhm. Aber dann eben, sobald es irgendwie ums Boot gegangen ist, wo ich nicht mehr gesehen habe, eine Weile, ist einfach, ja, dort war Ende. Aber es ist so etwas Schönes, oder? Eigentlich so zum Runterkommen. Du musst einfach entspannen. Die Stille. Ich liebe das einfach. Das ist wirklich einfach das. Das erlebst du ja sonst fast nie. Ja. Also, oder erlebst nie. Du hast immer irgendwo ein Geräusch oder so. Dort ist einfach still. Und das Faszinierende, was ja alle immer sagen, ist, und das habe ich auch so empfunden, ist ja, dass die Meeresbewohner, die ja quasi akzeptieren. Die schwimmen ja einfach an dir vorbei, als wäre es nichts. Weil
die schwimmen nicht weg. Wie sonst, wenn du an der Oberfläche bist und irgendwie... Stimmt, du bist plötzlich einer von den Fischen, oder? Das ist absurd. Also, das ist mega schön. Und es ist auch so krass, weil so gefährliche, eben zum Beispiel Haie oder so, sind ja dort auch gewesen. Und plötzlich ist es wie kein... Du hast nicht das Gefühl, oh, shit, jetzt kommt ein Hai. Sondern du bist wie, oh ja, ich bin ja auch ein Hai. Also, du bist Moment, wie, gehörst wieder zu irgendwie. Das ist noch verrückt. Das stimmt, aber... Ich habe dort gemerkt, dass es wirklich der Klaustrophobie-Aspekt ist, weil Surfen oder so ist überhaupt kein Problem. Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Meer oder eben vor Hai oder was auch immer, spezifische Sachen, die mit dem Meer zu tun haben. Und das ist bei mir null Problem. Ja. Und beim Surfen... Tust du surfen? Ja, jetzt habe ich schon lange nicht mehr, aber... Wind oder Wellenreiten? Also Wellenreiten, ja. Ich bin einmal surfen. Mit meiner Kollegin, die so voll angefressen ist. Und irgendwie ist es eigentlich recht gut gegangen. Ich habe es recht schnell im Griff gehabt. Und dann habe ich aber gemerkt, shit, ich bin schon fast einen Kilometer abgedriftet. Und ich bin dann einfach nicht mehr zurückgekommen. Ich konnte nicht mehr gegen den Wind aufkreuzen. Und dann bin ich eine von diesen peinlichen Leuten, die dann mit dem Surfbrett, weißt, so einen Kilometer am Strand nachläuft und wieder zurück in die Surfschule geht. Und dann denke ich, okay, ich muss aufhören, das ist mir zu peinlich. Ja, dort gibt es natürlich spannende Aspekte. Wenn der Wellen reitest, ist einerseits natürlich, wie sind die Wellen, wie ist der Wind und all das Zeugs. Und dann ist aber auch die Strömung, wo halt extrem Einfluss gehabt, dass du dann auf einmal eben, bist auf einmal völlig anders. Und wenn du dann Panik kriegst, dann nachher bist du auf einmal auf dem weiten Meer draussen allein. Und, shit, Also das ist jetzt die einfache Variante davon. So. Aber das macht mir alles weniger Angst, als zu wissen, ich könnte jetzt nicht auftauchen. Ja. Das ist ganz komisch. Und eigentlich nur, weil du einfach musst pegeln, weil sonst einfach das Trommelfell schnell reisst, oder? Ja, eben, das ist das Krasse mit dem Auftauchen. Ich hatte so einen Stress vor dem, du musst ja ganz am Schluss, bevor du das Brevet überkommst, musst du noch so einen Notaufstieg machen, wo du musst auftauchen, aber du darfst nicht schneller tauchen als deine Blöterli. Aber du musst gleich von irgendwie 10 Meter auftauchen. Und dort hatte ich so einen Stress, weil ich dachte, ich habe doch gar keine Luft für 10 Meter, ich schaffe das nie. Und irgendwie habe ich richtig, es war so schlimm, wir waren in der Ferien, in der Malediven, und ich habe richtig Durchfall bekommen von lauter Stress, wegen dem blöden Notaufstieg. Und nachher, als ich es dann geschafft habe, ich so, jetzt Party, du. Nein, aber es ist noch verrückt. Und mein Mann hat dort nämlich noch ein traumatisches Erlebnis gehabt. Er hat müssen, ich glaube, ich habe auch ein bisschen Allergien und meine Tränen. Der ist tauchen gegangen, seinen ersten Tauchgang dort. Und der war mit so Japanern zusammen in der Gruppe. Und die haben ganz viele Fotos gemacht, weil sie irgendwie Manta-Rochen gesehen haben. Ja. Okay. Und die sind wirklich nur am Fotografieren gewesen. Und er hat schon gedacht, schade, dass ich keine Kamera mitgenommen habe. Und nachher haben die plötzlich keine Luft mehr gehabt. Also null. Und sie haben es nicht einmal selber gemerkt, sondern der Tauchlehrer ist mal bei allen anschauen und hat dann gesehen, shit, okay. Und dann haben sie müssen gemeinsam, die haben schon gar keine Luft mehr gehabt, hat er müssen seinen Notregulator geben, der Tauchlehrer hat seinen Notregulator gegeben, und dann haben sie sich so müssen heben und zusammen so einen Notaufstieg machen. Und irgendwie nach dieser Geschichte, das war bei mir sowieso gerade schon schwierig gewesen, oder? Und wieso haben sie keine Luft mehr gehabt? Sie haben so geschnauft, sie haben einfach so Freude an diesen Unterwassertieren, dass sie einfach... Aber das ist eigentlich schon der Tauchlehrer in Verantwortung. Ja, also eigentlich schon. So. Aber anscheinend, ich weiss es auch nicht. Ja, es weckt... Der Vogel, sorry, da hat also der Wolf... Null beeindruckt. Es weckt keinen. Da ist schon anders. Ich bin in Afrika aufgewachsen, weisst du, da habe ich ganz... Ja. Von Elefanten? Nein, auch nein. Doch, nein, ich will mehr wissen von dem, oder? Das ist doch cool. Das ist auch wirklich eine Info, sie kann überall schlafen und sie kann fast alles trinken und muss nie Angst haben, dass sie irgendwie, weißt du, du bist wirklich so hart im Nähen. Wenn sie irgendwo, wenn wir so, oh, kann man echt das Wasser trinken? Ich bin die unzimperlichste von uns. Nein, ich bin in Afrika aufgewachsen. Ja, was bin ich? Mit 6 sind wir gegangen und mit 11, 12 sind wir zurückgekommen. Wo denn? Kenia.
Kenia? Kenia, ja. Super Zeit, war sehr prägend. Aber dort habe ich natürlich viel, also wir sind dort wirklich im Bus draussen gelebt, sozusagen. Und wo sind Sie gegangen? Mein Vater hat dort ein Forschungsprojekt gehabt, okay. Er hat begleitet und betreut, yeah. Von der DZ Bern. Und ja, wir sind mit und meine Mutter ist Lehrerin, die hat uns nachher homeschoolt, wie das heute ja altbekannt ist seit Corona, nicht mehr, was soll denn das? Nein, und hat meine schon schon mehr unterrichtet, ja, wir haben dort, sind dort in diesem Buschland aufgewachsen und da erlebst du natürlich ganz, also ja, einfach ganz eine andere Welt. Yeah. Für mich ist, also herzugehen ist weniger schwierig gewesen, als nachher zurückzukommen, weil der Kulturschock nachher wieder in diese Welt ist viel grösser gewesen. Ja, ja. Als umgekehrt, weil sonst dort bist du einfach frei und wild. Aber es ist schon ein bisschen so, also es ist, du hast viel mehr Freiheiten gehabt und du hast viel mehr mit der Natur gelebt. Halt. Und es ist sicher noch eine Frage vom Alter in dem Moment. Genau. Mit 12 irgendwie nehmen wir anders an, auch wenn es zurück ist. Und du bist halt so dermaßen uncool, yeah. Wenn du halt irgendwo kommst und immer noch deine Leggings drehst, während die anderen cool mit ihren Levi's Jeans rumlaufen. Und du bist, also es ist schon, du kannst das gar nicht nachvollziehen. Was ist, du hast das gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich weiss noch, wie die mich ausgelacht haben, als ich nicht gewusst habe, wer der SCB ist und der Tosio dort jetzt der Torwart ist. Mhm. Das ist für die unbegreiflich gewesen. Und für mich ist das wirklich eintauchen in eine Welt, die so ganz andere Wertigkeiten hatte, wo andere Sachen wichtig waren. Yeah. Das ist wirklich nicht ganz einfach gewesen als Kind. Dermassen uncool bin ich gewesen. Schon so dermassen uncool, dass ich es jetzt schon fast wieder cool finde. Bist du auch uncool gewesen als Kind? Oder wie? Ja, sicher. Aber ich habe das Gefühl, das ist ja dann auch ein von den Gründen, warum man in irgendeiner Art und Weise auf die Bühne geht. Also man ist ja irgendwie durch anders. Geschädigt. Nicht mal geschädigt, aber du bist sicher anders als andere. Und das ist für mich zumindest, ist das, als Kind ist das dann eher ein Nachteil, aber wenn du erwachsen wirst, ist das dann ein Vorteil, weil eben du dann auch andere Sachen machst. Mhm. Also in meinem Fall, ich habe nie Angst gehabt, vor Leuten anzustehen. Und performen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Habt manchmal mehr Nervosität, manchmal weniger. Haben Sie so eine richtig nervöse? Also ich bin überhaupt nicht als Kind total ich bin sehr ein introvertiertes Kind gewesen. Mhm. Ich bin gar nicht so extrovertiert und bin überall hergestanden und habe mich präsentiert. Ich habe die grosse Liebe in der Musik gefunden. Mhm. Und dort ist wie das nachher zu präsentieren, die schützt. Mhm. Und ich habe für mich, ich fühle mich auch noch heute auf der Bühne viel wohler, wenn ich singen kann und in die Musik eintauchen kann, als wenn ich eine Szene spielen muss. Noch heute bin ich viel sicherer in der Musik. Mhm. Ich musste das eher lernen. Das eben Schwafeln vor Leuten oder das, was du machst, ist wirklich höchste Bewunderung. Weil ich kann gut nach Text funktionieren und nachher auf kleine Sachen vom Publikum reagieren, aber ich wäre sicher nicht der, der jetzt einfach die Leute einfach schnurrt. Und das kann. Das weiss ich auch. Yeah. So, andere machen von dieser Gruppe, die das ja, also das ist ja gut, auch bei uns, da ergänzen wir uns ja auch gut. Mhm. Haben andere sicher besser. Und die singen dann halt einfach laut, vor allem. Ja, ich weiß auch nicht, also als Kind habe ich einfach kein Lampenfieber gehabt. Mhm. Das war verrückt gewesen, da hat man irgendwie, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass ich könnte einfach abschiffen und es könnte schlimm werden. Genau. Ich habe auch irgendwie bei einem Talentwettbewerb mich angemeldet und habe ein Whitney Houston-Lied gesungen, of all things. Und einfach das Gefühl gehabt, ich kann das. Mhm. Und erst so das Lampenfieber und so die Zweifel, die sind erst später gekommen eigentlich. Yeah. Immer mehr eigentlich. Je mehr man Ausbildung macht, oder nicht? Ja, und je mehr du weißt, wie gut, was gut ist, dann ist es schwieriger, oder? Ja, und je mehr je mehr Erfahrungswert man irgendwie auch mit sich selber mitträgt, habe ich das Gefühl. Weil Angst ist wahrscheinlich noch bei Lampenfieber und Nervosität und so Sachen, oder? Und wenn du merkst, dass du als Kind hast ja eigentlich, natürlich gibt es ängstliche Kinder, aber viele haben eben keine Angst und können eben auch noch nicht Gefahren einschätzen. Das heisst, wenn sie irgendwie von einer Mauer kumpen, überlegen sie nicht, ich könnte mir jetzt den Fuß brechen. Ja, sondern ich komme jetzt von dieser Mauer. Ja. Und mit der Zeit kommt dann eben so wie so eine Alarm hinten führen. Und wahrscheinlich ist der dann auch in dem Punkt
der Fall, weil ich bin vor Auftritt nicht nervös, aber irgendwann so vor 3-4 Jahren habe ich gemerkt, dass ich ab und zu so milde Panikattacken kriege. Oh, zumindest am Tag. Das weißt? Ist das Alter. Eben? Schon, das ist das Alter, was soll man machen? Jetzt, ja. Ein Hauch Midlife-Crisis. ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl, irgendwie, Gott sei Dank gibt es ja irgendwie die Naivität, dass man einfach das Gefühl hat, man kann alles und man macht es dann. Sonst würde man ja eigentlich gar nichts anfangen, oder? Ich meine, auch jetzt wir Ex-Freundinnen, oder, wo wir angefangen haben, Gott sei Dank haben wir irgendwie einfach so, hey, ja, wir möchten es jetzt, das wird ruckzuck, sind wir dann irgendwie im Hallenstadion. Nein, das haben wir schon nicht gemeint, aber irgendwie, wenn du nicht weißt, was es alles noch für Hürden gibt, ist es eigentlich super. Einfach machen. Du machst einfach mal und wenn dann etwas kommt, dann nimmst du die Hürde und findest eine Lösung. Und irgendwie, hast du schon irgendwie dir schon mal überlegt, ob du etwas anderes willst machen? Oder hast du das, also, nicht, dass es nötig wäre, aber jetzt vor allem so in dieser Corona-Zeit auch, gibt es ja viele Leute, die sich noch überlegen, Plan B, C, D, oder was habe ich schon immer wollen machen, was ich jetzt könnte machen? Wirklich, ich glaube, das ist auch das Hirn von Komikerinnen und Komiker, da kommt gar nicht in den Sinn, aufzuhören. Ja. Also, wie sonst machst du es eh nicht. Ja. Ich glaube, das ist es einfach. Und darum, also jetzt während Corona, habe ich, glaube, noch nie so wenig an so aufhören gedacht, wie jetzt seit einem Jahr. Mhm. Aber bist du jetzt total kreativ gewesen in dieser Zeit und hast x Zeug geschrissen? Weißt du, kann die Angst oder auch die Unsicherheit kann ihm lähmen oder sie kann ihm total beflügeln. Was hat es mit dir gemacht? Bis zum Programm und dann habe ich gemerkt, ich habe keine Ansporn mehr, weil den brauche ich natürlich schon. Aber ich merke auch, wie langsam die Kreativität wieder kommt in kleinen Sachen. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel in deinem Leben gerade passiert. Oder? Ja. Und während Corona passiert eigentlich nicht so viel, außer im privaten Bereich passiert etwas. Und wenn das dann passiert, dann hast du auf einmal wieder irgendwie neue Einflüsse. Weißt? Ja. Und auch das noch. Und dann merkst du, ich schreibe einfach mal jetzt ein bisschen auf, was so meine Gedanken sind. Also es ist schon noch irgendetwas rum, aber es ist jetzt nicht wie bis Mitte Oktober. Dort ist hochkreativ Phase. Ja, das ist bei uns auch so. Wir haben wirklich das Programm haben wir im Lockdown geschrieben. Yeah. Und das hat ja auch total, wir haben so viel Zeit gehabt miteinander, wie es sonst eigentlich nie möglich ist, weil jeder noch irgendwo Projekte hat und so. Es hat uns auch total Raum gegeben. Und wir haben alles in das Programm investiert, auch viel mehr Zeit als sonst, was auch super ist. Ich glaube, es kommt dem Stück auch wirklich zu gut. Das ist eine coole Show geworden. Und dann haben wir das gespielt. Und dann ist es schon so ein kleiner, okay, du hast jetzt hast eigentlich das Kind geboren. Und jetzt kannst du es wie gar nicht, bist echt so halb im Wochenbett, machst du jetzt schon wieder ein neues Kind machen. Aber es ist genau das. Es ist so wie, es hemmt dich schon gerade zuerst. Wir haben schon gerade schnell einen Energieschub gebraucht, um zu sagen, weißt du was, jetzt packen wir gerade wieder etwas anderes an. Wir haben ja Zeit jetzt. Das, was sonst unser wertvollstes Gut ist, plötzlich hast du das. Du musst es dann gut nutzen. Oder? Aber ich habe das jetzt von so vielen, also nicht nur im Performance-Bereich, sondern auch sonst künstlerischen Bereich, kreative Jobs und so, hörst du vor allem fast das Gleiche. Dass halt, ja, man hat zwar Zeit, aber eben, es passiert so nichts. Und irgendwie, vor allem je länger das geht, desto mehr. Eben, du triffst ja keine Menschen, du siehst ja niemanden, es passieren keine Interaktionen, du erlebst nichts. Also, der Input, also genau. Dem, wo wir natürlich Geschichten beziehen, das findet nicht statt, das ist schon so. Und ich hatte das Problem jetzt mit dem Programm nicht so fest gehabt, weil ich von Anfang an gefunden habe, ich rede eh nicht gross über Covid und das ganze Zeugs, sondern wie immer einfach Zeugs in meinem Leben, wo passiert. Und das ist zum Teil auch über eine größere Zeitspanne. Also wenn du mit jemandem zusammenziehst, das ist auch in 3 Jahren noch aktuell. Oder? Ja. Genau, aber das Gleiche wie... Also du hast es wirklich gewagt, während Corona mit jemandem zusammenzuziehen? Das ist halt so geplant. Hey, Chapeau. Sehr cool. Aber dann ist es so gerade... Sie hat zuerst auch noch Corona gehabt. Ja. Oh, okay. So gut. Also das ist ja super. Wahnsinn, dann ist jetzt gerade alles out of the way. Oder so die Feuerprobe. Vor allem, nein, es ist der Wahnsinn gewesen, weil... weißt, zuerst so ein bisschen Verkältungssymptom. Oh. Und dann denkst du, also ja, und das ist so Anfang März. Und ich so, er ist jetzt aber noch nicht gerade vermutet, weil eben noch Schnuppen und so. Und dann ist es eigentlich besser geworden.
Und dann ist der ist Geschmacksverlust gekommen. Oh, ja. Ja. Ich habe aber kein Symptom gesehen damals. Also weißt, ja, hast du nicht gewusst, gell? Nein, nicht auf einmal höre ich, wie sie Bier zu Buben lässt und denke, ah, Geschmacksverlust. Ja. sie hat in den Zwiebeln gebissen. Und keine Reaktion. Und sie sagt, ich schmecke nichts. Und dann hat sie eine rohe Zwiebel gebissen und es ist nichts passiert. Und sie sagt, okay, krass, krasse Verkältung. Weißt du, weil sonst hast du das ja, ja. Wenn ja, du in der Schweiz bist, hast du irgendwie noch so eine Millisekunde, hast du eine Millisekunde noch eine... Ja, ja, noch irgendetwas. Ja, so. Und der hast nur noch du gekocht, und oder? Dann, jetzt kann ich endlich mal mit selbst kochen. Nein, und dann und danach hat sie gesagt, ist es irgendwann wieder schlecht gegangen? Und dann sage ich so, du, aber jetzt mal ganz ehrlich, seit zwei Tagen haben irgendwelche Forscher in den USA herausgefunden, dass wahrscheinlich Geschmacksverlust auch dazugehört. Es war beim BAG noch nie auf der Liste gesehen. Und, also, es war ein neues Symptom gesehen. Weil zuerst hat sie geheißen, Fieber und Husten. Ja, ja. Und so hat sie beides nicht gehabt. Okay. Und dann hat sie getestet. Und dann hat sie irgendwie im Arzt angerufen und hat gesagt, ja, geh mal testen. Und tatsächlich. Es also, ist ja noch ein Zeug mit Testen. Da sind noch keine, in Basel sind es noch keine 1000 Fälle gesehen. Das ist wirklich lustig. Weißt, hey, erste! Eben, dann siehst du die Statistik, und dann so, boah, ja. Das ist mega früh. Das bin ich, das Nummer 475 bin ich. Vorkämpfer. Und dann bist du immun in dem Fall? Oder gsi? Oder weißt du nicht? Sicher. Ja. Also ich habe dann alles, ich habe fünfmal getestet, und dann habe ich noch den Antikörpertest gemacht. Und hast du Antikörper in dem Fall? Nein. Ah, nicht. Also aber das ist ja der Punkt, wenn du gar keine großen Symptome entwickelst, dann hast du auch keine Antikörper. Also, du weißt es nicht. Ja, man weiß halt einfach gar nicht. Genau. Aber eben darum, das ist nicht einmal so der Punkt gewesen, sondern ich habe dann halt auch als Hauptgeschichte vom Programm habe ich den Fußbruch, der 10 Jahre her ist. Und der ist ja wurscht, wenn der gesehen ist. Ja. Er ist nicht jetzt gesehen. Und das ist etwas, was immer funktioniert. Ja, und es ist umso schöner, weil ich kann dann auch mit einer gesunde Distanz von mir reden, weil ich empfinde mich als, im Programm sage ich, ich bin vielleicht nicht intelligenter geworden, aber ich bin dort sicher dümmer gewesen als jetzt. Ich empfinde mich jetzt auch als ein bisschen sozial kompetenter, netter. Also ja, und dann kannst du mit ein bisschen Distanz auch über halt so einen Anfang 20er Idiot reden, oder? Yeah. Und das hilft irgendwie, weil es ist ja trotzdem noch du, also du redest über niemanden sonst abschätzig, sondern das ist einfach ein bisschen nass. Es ist immer ein bisschen gut, wenn man sich selber durch den Kacko zieht. Ja, also, muss ja. Ja, also man ist also wir bieten hier wahnsinnig viel Stoff, Entschuldigung. Aber ich meine, wirklich, ich denke, manchmal sollte man das Programm eher hinter der Bühne zeigen, was bei uns abläuft. Wie so oft, das, gell? Ja. Als das vorher, ist manchmal lustiger. Nein. Aber nehmen wir die Sachen, die effektiv hinter der Bühne passiert sind, dann mal ins Programm drehen. Ja. Immer. Yeah. Also wir sagen, wir machen Dokumentar-Comedy eigentlich. Wir haben so viele bescheuerte Geschichten, weißt, wo wir irgendwie einfach reinschmeissen, vielleicht mit dem noch kombinieren und so. Und das ist eigentlich immer das Beste, weil da kann niemand sagen, ist jetzt ein Klischee, wenn wir dann sagen, nein. Leider nicht. Das ist ein echtes Klischee. Ja, und darum haben wir irgendwie jetzt einfach gedacht, wir haben das jetzt auch so ein bisschen dir abkupfert, man gesagt, wir machen jetzt einfach eine Feel-Good-Show, einfach aus dem Lockdown raus, gell, haben wir das Gefühl gehabt, jetzt muss etwas Positives her, etwas Cooles. Und darum haben wir irgendwie also das Thema irgendwie Sekte, aber umgemünzt auf Feel-Good. Yeah. Also es ist unsere Sekte jetzt, unser Programm. Und irgendwie jetzt hoffen wir einfach, dass wir das irgendwann noch können. Spielen? Das wäre gut. Teil, gell? Nein, das hat natürlich Hochkonjunktur und alles, das, mit all diesen Coachings, die man jetzt alles online machen kann. Jeder wird ein Coach, Das hat uns irgendwie fasziniert. Weißt du, denkst so, hey, was sind das für Leute, die jetzt da plötzlich das Gefühl haben, sie können jetzt noch jeden in ihrem Leben coachen? Ja, und gesagt, dann hey, was die Podcasts können. Ja, gell? Nein. Und dann gedacht, nein, komm, jetzt kommen die mit einem Podcast. Hey. Ja. Nein. Schlimm. Nein, und das ganze Instagram-Ding ist ja im Grunde genommen eigentlich mehr oder weniger einfach Guru 2021. Genau, und wir haben gesagt, blöden Schlagwort. Wir werden jetzt selber auch zu Gurus haben. Wir haben uns zu Gurus gemacht und dann haben wir probiert, wo lernst du Guru sein? Das ist nicht ganz einfach. Wir haben wirklich gesucht, gibt es irgendwo so wie Guru-Schule? Weißt du, mit Mikro-Club-Schule kannst du Guru werden? Wir haben gesagt, also machen wir es live vor Publikum und schauen, ob es funktioniert. MyGuru, genau.com. Nein, das ist wirklich, das ist lustig, es ist wirklich überspitzt, aber gut.
Ja, nein, wir haben eben gedacht, jetzt, entweder werden wir aufs Alter noch politisch oder wir gehen in die Religionen. Aber wir dürfen uns nicht zu fest aufs Glatteis wagen. Darum nehmen wir Sekte, dann kann ich und es war sehr schade, wenn jetzt noch mehr Komiker würde auf einmal politisch werden. Ja, gell, im Endeffekt. Ja. Es ist schon, er hat immer ein bisschen etwas Politisches, hat man ja immer drin in seinem, aber natürlich. Aber natürlich nicht so ausgestellt, wie andere Komiker das machen, oder? Ist ja nicht unser Kerngebiet. Nein, wir sind jetzt nicht den ganzen Tag am Bundeshaus. Wir dürfen politisieren im Privatleben. Hast nicht du mir eine Mail geschrieben, dass eben wegen Feelgood, dass der, was haben Sie, die Premiereneinladung, hat gesagt, da hättet ihr euch ein bisschen bedient. Ja. Ich finde das super. Ich habe deine Einladung bekommen und ich habe gefunden, hey, das ist so geil. Wir müssen das machen wie der Joel. Wir müssen das machen. Schaut das mal an. Dann habe ich wirklich so einen Webmaster gesagt, schau mal, Joel, sie nimmt. Nein, das war super cool. Man muss sich da gegenseitig inspirieren. Das ist ja das Schöne. Weil, aber das finde ich das Spannende. Und ich glaube, darum habe ich auch jetzt nicht so ein Kreativloch oder so, sondern mittlerweile mache ich Booking und Management, also bis auf Tour-Booking, aber halt auf so grundsätzlich Anfragen bearbeiten und so Sachen, mache ich mittlerweile ziemlich selber. Ja. Aber ich hatte schon alles Mögliche gehabt, von Agentur zu einzelnen Leuten und so weiter und so fort. Gleiche bei uns, ja. Und holen wir jetzt für einzelne Sachen spezifisch Hilfe, weil ich das Gefühl habe, es macht mehr Sinn, als wenn jemand alles muss machen und in ein paar Sachen besser ist und in anderen Sachen auch nicht so Bock hat. Warum zwingst du denn die eben zum Beispiel eine Premiere-Einladung zu machen? Ja. Oder das. Und die machen es ja selber. Ja, und können euch sicher aufteilen mit... Das ist aber das Positive auch wieder, weißt du, am Viererteam. Ja. Ich meine, wir sind komplett unterschiedliche Frauen mit wirklich ganz unterschiedlichen auch Stärken und Schwächen. Und das ist so schön. Kannst du sagen, weißt du, mach Booking, bitte mach du. Verkaufst du uns. Du kannst das viel besser. Ich gehe, hallo, hier ist eine Freundin, Martina. Hier könnt ihr uns buchen, wir sind im Fall super. Weißt du, es wäre so schlimm, nein, ehrlich. Wir hätten keine einzige Show. Ja, ich kann, nehmt uns, wir sind super. Das wäre aber noch Marktlücke. Ja. Ja, genau, die singende Bockerin. Nein, da bin ich, weißt du, ich bin so froh. Weil das ist wirklich, und Aranico, die kann das einfach. Das ist nicht einmal, und sie ist so hartnäckig, ich bewundere sie für die Qualität, die ich wirklich einfach nicht habe. Ja. Danico ist unsere Bookerin, weil sie ist jemand, sie kann uns verkaufen, ohne dass es peinlich ist, oder? Aber das sagt mir immer, wie machst es du? Gute Verkäuferinnen und Verkäufer, die verkaufen gar nicht. Ja. Sondern die sind einfach so geboren. Ja. Das ist der grosse Unterschied. Super. Also, das, so wie wir es immer war, weißt du? Ja. Das sind einfach die Menschen, also Danico kenne ich jetzt, das sind einfach so Sonnenschein, die einfach... Ja. Ja, klar, ich buche euch. Ja, voll. Eben, sie sagt Hallo und eigentlich ist es schon klar. Ja. Hey, super, das ist wirklich cool. Und Sonja ist eben, sie macht auch uns eben Musik und sie macht das ganze Administrative von Buchhaltung, Finanzen und das ist auch... Gott sei Dank, oder? Wir wären schon lange bankrott. Wirklich. Wenn sie nicht dahinter wären und würden sagen, müsst aufpassen, hier, nein, das müssen wir so machen, nein, dort, wenn, Ja. Also jetzt... ich hätte immer den vollen Lohn ausgezahlt und tschüss, ist gut, und dann wären wir jetzt tschüss zusammen. Nein. Und das ist schon cool. Und darum, irgendwie... Und du stellst Premiereneinladungen. genau. Sie ist für das Marketing zuständig. Ja. Genau. Ich gehe überall die Sachen klauen. Yeah. Aber wie haben wir... Ich bin vor allem mit Aniko am Ausformulieren von dem Programm mit uns zusammen. Tun wir es entwickeln und die Ideen spinnen. Und wir tun es dann wie... Wir tun es nicht zu fest vor dem Publikum entwickeln, sondern eigentlich mehr oder weniger am Reissbrett alles ausschreiben. Und dann schauen wir dann, tun wir es zusammen noch anschauen und tun dann abgleichen, was funktioniert. Und, und wie haben Sie denn die Aufteilungen angekriegt, abseits von der Bühne und auf der Bühne? Ist das einfach so, wie du hockst das erste Mal zusammen und es ist wie klar? Der Bühne ist wirklich klar. Da haben wir eigentlich unsere Kernkompetenzen. Du Tanz, ich Gesang, Aniko Schauspiel, das Comedy-Element. Wo wir uns einfach gegenseitig wirklich coachen in unseren Stärken. Und probieren, jede auf das Niveau aufzuholen von den anderen. Und das hat uns total gepusht. Das auf der Bühne, das ist ziemlich schnell klar gewesen, weil dort unsere Kompetenzen klar waren.
hinter der Bühne, das haben wir ein paar Jahre gebraucht, bis wir so ein bisschen ausgemerzt haben, wer ist wo wirklich stark. Mhm. Da haben wir auch Coachings gemacht, Firmencoachings, was, wo wir entschieden haben, dass wir das Management wirklich selber machen. Ja. Dort sind wir zu jemandem gegangen und die haben euch auseinandergenommen. Ja, Nein, wir haben am Anfang haben wir wirklich eigentlich das Gefühl gehabt, es müssen alle alles können. Das Schlimmste. Und das geht oder nicht. Alle genau gleich sein wie ich. Das, wenn ich das kann, musst du das auch können. Wie kannst du das nicht können? Oder? Ja. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, nein, dass wir eben nicht alles, dass wir vieles eigentlich alle drei können, aber dass wir gleich noch unsere Unterschiede haben, das macht es eigentlich aus, dass wir stärker sein zusammen. Ja, und vor allem entlastet so, wenn du das Gefühl hast, du musst immer alles machen. Plötzlich ist es so schon, hey, weißt du, das ist dein Kerngebiet, du hast die Chefkarte, du musst auch nicht mehr über alles immer diskutieren. Und das ist schon natürlich in der Gruppe, und wir sind alle wirklich Alpha-Frauen, die sagen, hey, was ist so, nein, du musst so. Und wir haben auch wirklich gelernt, wie wir schnell und effizient Entscheidungen treffen, wenn es zum Beispiel um ein Plakat geht. Da kommt ein Plakat, und wir haben drei Varianten. Dann können wir gar nicht erst einfach diskutieren, nein, aber wegen dem Gesicht gefällt es mir, weißt du? Dann wird einfach zack, zack, zack ausgehöhlt, hergelegt und dann haben wir ganz schnell eine Lösung. Einfach, weil sonst du vertörlichst viel aber Zeit. Aber das haben wir zuerst nicht gemacht. Nein, zuerst nicht. Und dann jeder hat das hundertmal. Jeder bringt dein Argument. Und das ist ja nicht falsch, dein Argument. Das ist ja deine Meinung. Aber es ist zum Teil für Brands gar nicht wichtig, das Argument. Und genau. Und ich kenne das noch, weil auch logischerweise mit Kollegen irgendwie durch eine Show planen und organisieren und so. Und am Anfang sagst du mal, du kümmerst dich um das und du kümmerst dich um das. Aber ich funke dann natürlich sofort den rein und sage, nein, aber das müssen wir dann schon, das müssen wir dann schon anders machen. Ja? Und irgendein Brander sagt, ja, aber jetzt beim Plakat bin ich im Fall. Und eigentlich sagst du mal, kreativ diese Seite, irgendwie administrativ diese Seite. Und wenn du dort irgendwie anfängst, wieder ineinander rein, die einmischen, dann geht es mega schnell. Und dann verlierst du sehr viel Zeit, Energie. Ja, und irgendwann hast du das Vertrauen und du weißt, die Person macht es genau gut. Ja. Perfekt. Und natürlich, vielleicht hättest du es noch etwas anders gemacht, aber es ist schlussendlich egal. Weißt, das, ja die das musst du auch loslassen. Ja, und das sind ja die klassischen so KMU-Regeln. Genau. Ja. Und die haben wir einfach zuerst müssen lernen. Ja, weil das sind ja Probleme von Menschen, die sich selbstständig machen und vor allem im kleinen Kreis eben arbeiten. Du gehst nicht in eine Firma mit 300 Leuten, wo es heisst, das ist dein Chef oder deine Chefin, das ist dort, das ist Arbeitskollegin XY und wenn du das brauchst, musst du dort hin. Das gibt es alles nicht, sondern eben, du musst dich selber finden. Ja, und die grosse Firmen tun sich jetzt auf die agilen Teams, ist ein grosses Thema. Yeah. Und da haben wir uns wirklich einfach so einen Agile Coach genommen, gesagt hast, wie sind wir möglichst effizient und schnell und agil in unserer Gruppendynamik. Yeah. Und das kann ich nur allen empfehlen, es tut so gut, weil es dir auch so viel Druck wegnimmt. Du hast viel weniger Gestürme wegen irgendeinem Seich. Yeah. Du gehst schneller vorwärts. Mhm. Du kommst schon schneller vorwärts. Das ist so eine Entspannung. Gott sei Dank haben wir das gemacht. Ja, ich habe auch vorher eigentlich noch nie, entweder habe ich die Entscheidungen getroffen oder ich bin in einem Team gewesen, was einfach klar ist, das ist der Boss und der sagt und du kannst gar nicht mehr sagen. Und dadurch, dass wir eigentlich alle vier der Boss sind, haben wir zuerst einmal irgendwie einen Modus finden, wie kann man überhaupt auf dem Level miteinander etwas stemmen und dann nachher noch so, dass es effizient ist. Und eben darum haben wir jetzt, wir haben so ein so ein Tool, das Trello, kennst du das? Nein. Organisations. Wolltest du erzählen? Nein, ihre Idee also das ist nicht meine Idee, das hätte ich so. Übrigens, der Agile Coach ist mein Mann, wette du musst wissen, wir haben wirklich, wir tun einfach unser Umfeld, oder, weil wir ja eben Finanzen, wir machen ja alles selber und so weiter. Er macht Grafik ihre Mann, mein Mann tut uns eben, er ist Agile Coach. Sind voll eingespannt. Sie sind voll eingespannt, er tut uns aber so richtig, uns nochmal Kappen waschen, und das, was er gut macht. Und das ist dann auch gegangen, also das hätte man dann auch können trennen, von wegen, das ist jetzt Business. Und er macht es schon sehr gut. Wir sind noch so im Hinterräumchen verschwunden. Er hat mir dann noch schnell eins geklappt und ich ihm auch und dann ist gut. Nein, überhaupt nicht. Nein. Also, ich glaube, das musst du doch hier sagen. Für mich ist im Fall super cool gewesen. Ja. Er ist da auch ganz, der hat dich nicht einmal irgendwie beim Namen genannt. Er ist da ganz offiziell vor uns hergestanden und hat da so eine Präsentation gemacht. Und
Ja. Und wir arbeiten jetzt wirklich prozessorientiert. Wir schauen 2 Wochen vorher an, sagen, wer hat wie viele Kapazitäten. Auch das ändert sich ja, weißt, mit verschiedenen Projekten, die man sonst noch hat. Mhm. Wenn sie ein Musical schreibt, hat sie einen Abgabetermin, hat sie vielleicht 2 Wochen nicht viel Kapazität. Ja. Und das war immer ein Problem gewesen. Ja. Dann hast du bestimmt lieber das gestrochen, dann hat die andere nicht ziehen können. So. Und jetzt tun wir wirklich kürzere Sachen planen. 2 Wochen, dann sagen wir, was liegt drin? Dann tun wir das in die 2 Wochen Aufgabenliste und dann wird es gemacht. Und in 2 Wochen treffen wir uns wieder für eine Stunde Meeting. Dann wird wieder für die nächsten 2 Wochen ein Ziel gesetzt und umgesetzt. Und es geht, du kommst viel schneller vorwärts. Und du hast viel kürzere Kontrolle, wenn du sagst, oh, weißt, was das stimmt für mich nicht mehr oder nicht. Du kannst schneller eingreifen, als wenn jemand mehr macht und du kommst es gar nicht mit. Ja, und du hast eine totale Transparenz, was läuft. Mhm. Weil eben jeder in seinem Gebiet arbeitet. Mhm. Und das Schönste ist, du kannst die Kärtchen überschieben ins Dann. Und das ist cool, du bist motiviert, weil du siehst, ah, die anderen sind alle dran. Wenn du das ist wirklich ein super Tool, für als Gruppe zu arbeiten. Vorher, ich sage dir, wir haben irgendwie zwischen Mails, WhatsApp, irgendwie Skype, weiss Gott, was alle Kanäle, das hast du vielleicht auch. Ich habe einen Kollegen, der schickt Urflix als WhatsApp-Spruch noch rein. Nein, das geht nicht. Haben wir aufgehört. Aber vor einem halben Jahr habe ich euch das mal gesagt. Ja, nein. Wo? Gelöscht. Das findest du ja nicht. Kannst du nicht suchen. Und dann hast du noch irgendwie Ex-Freundin mit Choreo-Ex-Freundin, das Ex-Freundin. Wir haben etwa 20 Ex-Freundinnen-Chats, oder? Da musst du ein bisschen noch schon weiss, in welchem Chatverlauf. Nein. Und dann hast du wahrscheinlich noch private Chats. Ja. Meine Ex-Freundin ist gerade auf Besuch. Genau. Nein, also wir haben jetzt gesagt, wirklich so, wir haben Termine. Dort ist alles wirklich nur Termine drin. Und dann unser Ex-Freundinnen-Chat ist eigentlich nur noch für uns ein bisschen blöde Bilder zu schicken. Und das ist richtig schön. Weil das mal schon in der Freizeit verleiden. Ja. Sonst, wenn die in der Freizeit nachher geht, jetzt kommt wieder irgendein, weißt du, du kannst WhatsApp ja nicht wegschalten. Yeah. Und es ist wirklich gäbig Trello, dann gehst du arbeiten, dann gehst du schauen, was läuft. Und das andere ist wirklich auf privater Ebene. Weil wir sind Freundinnen. Wir wollen uns ganz blöde Sachen können schicken. Das ist ja geil. Und das ist ja wichtig, dass dann etwas Privates nicht verloren geht. Ja, genau. Auf dem Chat habe ich gar kein WhatsApp. Ah, schau jetzt. Ja. Bravo. Wie viele Handys hast du? 2. Okay. Ja, also ich habe wirklich eine Geschäftsnummer, weil ich jetzt auch... Dann kannst du das mal weglegen. Also du hast uns deine private Nummer nicht gegeben, willst du uns damit sagen? Gut, schau zusammen. Doch, die haben. Okay. Ich nicht. Ich habe deine Nummer nicht. Nein, siehst du, er hat uns nicht mal seine Nummer gegeben. Aber ja, du kannst eben... Es gibt so viele Kanäle. Ja. Und ich merke dann auch, wenn ich zum Teil vom privaten Handy jemanden mal anrufe, wo es jetzt nur geschäftliche Beziehung ist, das ist wurscht. Sonst geht mehr darum, dass du halt einfach ich hätte einfach nicht meine private Nummer auf der Webseite knallen. Nein, das ist völlig klar. Das ist eigentlich der ganze Punkt. Hey, Joel, das ist ein Scheiß gewesen heute. Aber ja, das ist nicht, So, hast du Groupies? Wahrscheinlich schon, gell? Also, wenn man die Definition Groupies anschaut, dann definitiv nicht. Also, es schreit niemand, wenn du näher aus dem Theater kommst. Justin! Nein, aber es hat sicher, hat es auch schon gegeben, dass irgendwie nach einem Auftritt irgendwie jemand an der Bar gesessen ist und gesagt, das ist jetzt wirklich noch lustig gesehen und la. Und dann, Aber du hast jetzt nicht jemanden, der immer, weißt du, oder Leute, die immer schreiben oder die einladen nach New York oder irgendwo. Aha, so, das gibt ja alles. Nein, aber ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber die Leute stellen sich Comedy viel glamouröser vor, als es ist. In der Schweiz ist schon Musik nicht so glamourös. Ja. Du kannst aber, die Schweiz ist nicht glamourös. Aber du kannst es ein bisschen glamourös kreieren, weißt, mit Swiss Music Awards, gewisse grosse Acts, allein schon, weißt, Festivals. Ich meine, ich weiß noch, wenn ich irgendwie Patent Ochsner und Stress und Seven und alle die, weißt, wenn ich die an irgendeinem grossen Festival gesehen habe, das ist dann der gleiche Effekt und die Stimmung ist fast noch grösser. Als bei irgendwelchen internationalen Acts. Ja, aber das ist ja nur das Konzertding. Ja, nachher aber trotzdem, hinter der Bühne ist es ja wirklich... Aber die Handhabung ist ja dann trotzdem die gleiche, wie wenn damals, weißt du, Kings of Leon oder Oasis noch dabei sind. Ja. Es ist ja dann gleich, du hast die riesen Bühne und dann hast du einen Shuttle und dort hast du noch ein bisschen mehr das Glamour-Ding. Aber ich ziehe mich so oft in irgendeiner Basenkamera um, weißt, wo du sagst, da ladest jetzt auch niemand ein. Also weißt du, das heißt nicht... Hey, bist du noch Backstage? Genau. Gut schauen, wo ich mich umgezogen habe.
2 Quadratmeter. Also, drum, und der Rest ist, weil sich ja eh alles auf Instagram verlagert hat, ja. Dort hast du einfach so eine, wirklich, ich behaupte, eine professionell persönliche Beziehung zu den Leuten. Mhm, ja. Weißt du, wo wirklich einfach, ich bin immer in Kontakt mit ihnen, mhm. Ich finde es mega toll, dass sie schreiben und dass sie eben zum Teil an Shows kommen und so weiter und so fort. Aber es gibt dann dort irgendwie wie so eine klar, nicht ausgesprochene, aber definierte Grenze, ja. Wo einfach so in einem abgesteckten Rahmen, ich bin nach der Show, bin ich übrigens auch noch draußen, und dann kann man auch noch schwätzen und so weiter und so fort. Und irgendwann, dort hört es dann auf. So. Ja. Aber ich habe noch nie Interesse gehabt, überhaupt irgendwie eben zum Beispiel Backstage zu nehmen. Ja. Also in gewissen Theatern hast du eine tolle Garderobe und alles. und das ist mir dann... Ich hatte immer das Gefühl, das ist mein Bereich. Ja, ich das ist so irgendwie voll einfach, Brief, ja, absolut. Ja, weil das schnell für mich sein. Und wenn Freunde kommen oder so, dann sage ich, kommen schnell, voll easy, weil allein hinterhocken ist ja nicht lustig. Ist das nicht Hölle einsam? Jetzt mal ehrlich. Eben, das überlegen wir uns. Ja. Hey, ich meine, das, ja. Bei uns aber ist das Käferfest hinten dran. Aber ich habe ja immer irgendjemand dabei. Also okay. ich habe fix Support dabei. Ja. Dann eben meistens kommt noch irgendwie sonst jemand mit. Entweder für Kasse, wenn wir selber veranstalten. Oder, also es ist immer irgendwie jemand rum. Und das finde ich auch noch lustig. Weißt, gewisse Kollegen, die haben nichts mit dem Ganzen zu tun. Und dann sagt man, der eine sagt man so, ja, aber geil, wenn du mal Hilfe brauchst, komm mega gerne mit. Yeah, das ist herzig. Das ist doch schön. Ja, wieso nicht? Komm doch mal. Ja. Weißt? Und dann hat er Schissfreude. Und dann haben wir einen lustigen Abend zusammen. Und er sieht eben mal ein bisschen eine andere Seite von meinem Business. Gut, besser kann man. Aber es ist wirklich so lustig. Eben. Manchmal auch die krassesten Bühnen und dann kommst du hinterher, ausser es ist jetzt gerade das Musical Theater Basel, wo der hintere Bereich schon fast grösser ist als die Bühne. Yeah. Aber irgendwie, zum Teil eben dort die Stuhlkammer, wo wir waren, oder einmal sind wir auch, ist der Backstage-Bereich ist eine Wäscherei, eine Leichenwäscherei. Das ist eigentlich der lustigste Backstage-Bereich, fast, wo man bis jetzt gegangen. Ja, die Leichenwäscherei ist ganz hoch dabei. Ja. Und aber auch dann, wo wir im Parkhaus waren. So das Parkhaus, genau! Oh mein Gott, stimmt! Das ist schon sehr drastlos. Ich war eiskalt. Ich habe mir den Arsch abgefroren. Das sind so Turnhallen-Garderobe. Ja, aber gut, das finde ich, das erinnert mich aber so ein bisschen, als ich neu zu Turnen bin. Eben, das ist noch das cool. Holzbänkli. Ja, das finde ich, das ist schon fast ein bisschen heimelig. Eben, das ist irgendwie noch easy. Weißt du, so. Und so eine Dusche, die du nachher hast. Also könntest du irgendwie 5-mal duschen. Ich finde das, ich habe das ja total gern. Da siehst du Sachen und. Wir sind aber alle nicht heikel. Nein. Das ist uns gleich. Hauptsache, es hat Schoggi. Wir müssen ein Schoggi-Stängel, egal woher er lebt, ist das gut. Ja. Bei mir auf dem Writer steht, habe ich abgelacht beim Rob Spence. Dick, fett, alles Großbuchstaben, keine Süßigkeiten. Was? 17 Ausrufezeichen. Warum? Kein Writer. Hey, so gut. Es ist so klassisch, wenn ich etwas essen würde, dann isse ich einfach alles. Echt? Ja. Bei uns kommt immer der Techniker, aber, dann auch gut joggen. Aber eben, mein Tourbooker, der Danny, der hat früher ein Management gemacht, dem habe ich eben immer gesagt, hey, aber schreib keine Süßigkeiten. Und er hat es immer drauf gelassen. Ah, ja, sicher. Ja, die gehen dem Ort. Logisch. Aber du hast den Versuch gehabt, so permanent. Hättest du jetzt so wieder M&M's? Nein. Gummibärli, scheiße. Wieso? Oh ja. Also gut. Ja, du schaffst es dann wieder ab auf der Bühne, oder? Ja, das ist ja aber immer zuerst ein Dance, den du machst, oder in dem Programm, das ich gesehen habe. Ja, da hat sich irgendwann so entwickelt, dass keine Ahnung, irgendwann gehst du auf die Bühne und irgendwann bauen wir dich bei uns ihre Choreo ein. Ich freue mich schon. Oh, ist gut. Ja. Ich habe mal bei der Steffi Berger habe ich mal den Helene Fischer-Tänzer gemacht. Ey, so geil. Ja. Und wir haben schon immer einen Helene Fischer-Tänzer auf unserer Bühne. Wirklich? Ja. Such das mal schnell, Christoph. Hey, so geil. Musst irgendwie eingeben. Wahrscheinlich einfach Stefanie Berger und mein Name. So gut. Längt wahrscheinlich. Ui, das schlimmste Tanz, den wir je hatten, war im Arosa Humor Festival. Oh, Jesus. Wir sind... Es ist einfach, man hat total unterschätzt, wie der hoch 2000. Das ist. Ja, du bist so nur schon durch den Schneesturm gelaufen. Hey, ich habe wirklich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, ich habe Atemnot. Es ist so entgegengekommen. Wir sind irgendwie so durch den Schneesturm. Und nachher haben wir noch eine andere Nummer gemacht, als wir eigentlich wollen, wo alles durchgetanzt ist. Am Schluss noch ein Spagatsprung und weiss Gott was. Ja, ja. Und
Hey, nein. Ich wirklich, ich bin fast blau. Wir sind so naiv, sind wir dort reingekommen. Fast umgekippt. Ich verstand es absolut, weil, Fun Fact, ich habe auf einem kleinen Matterhorn Theater gespielt. Ah, gut, ja. Erzähl ich nachher, jetzt schau mal schnell durch. Cool. Ja, sehr gut. Moment. Also, wir casten dich jetzt gerade sofort als Tänzer. Warte, jetzt muss ich schnell schauen. Da muss ich. Ah, das ist Isabel. Achtung. Oh mein Gott! Oh, wow! Oh. Und der Lachen! Du bist ein bisschen jünger gewesen. Ah, ja, sehr jung. Hast du andere Haare. Hey, super! Selber berühren, das ja, die Bewegung ist immer gut. Ja, das ist ganz schön. Sehr gut. Und dann, Hani, ist erlaubt gewesen. Ist erlaubt gewesen, was ich hier gemacht habe. Oh, okay. Ah. Habt ihr noch so eine Super Bowl Janet Jackson Unit? Wardrobe Malfunction gemacht. Okay, du bist castet. Sehr schön. Yeah. 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 Jetzt müssen wir mal Mixed Show machen. Und nein, das ist großartig. Aber das ist wirklich, das ist, was ich zu jeder erzählt, im KKL. Und ich glaube wirklich auch beim Soundcheck. So auf, cool. Einfach dumm da. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir. Das großartig. Beste ist dein Gesicht. Ja, du musst halt. Ja, du musst straight sein. Straight, sexy. Nein, aber eben in der Höhe Theater spielen. Das ist das letzte Theaterstück, das ich jemals gespielt habe. Und zwar, der kennt sicher den Krimi. Ja. Von Peter Denlo. Ja. Also, und er hat so eine. Kein Krimi gesehen, sondern eigentlich eine Liebesgeschichte auf dem kleinen Matterhorn. Für. Wie haben sie geheißen? Matterhorn Express, Glacier Paradise. Er hat immer ganz so coole Konzepte. Ja. Mega toll, oder? Und, und auch Essen dort oben und noch Theater. Und du spielst halt mehrere Rollen, oder? Und du musst dich schnell umziehen, weil du bist nur zu viert und du hast vielleicht eine halbe Minute Zeit und dann zurück. Und auch dabei ist gesehen, der Jörg Zemeyer, wo sich auch schnell hat müssen umziehen, okay, und das auf fast 4000 Meter. Und ich denke, ich kriege schon keine Luft mehr. Und er ist irgendwie 30 Jahre älter als ich, mindestens. Und du bist so, oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Und meine damalige Freundin ist auch oben schauen. Ja. Und die hat gesagt, sie hat ein Glas Weisswein. Das ist eigentlich alles an dieser Diskussion. Oh, ja, nee. Sie und hat ein Glas Weisswein genommen und hat gesagt, nachher, das ist vorbei gewesen. Nur noch, das ist nur noch bei mir auf jeder Höhe. Wirklich? Ja, leider, ja. Also spezifisch Weisswein oder Alkohol? Alkohol. Ist du null? Ja, I'm a cheap date. Ja, nein, das ist schlimm, ja. Wegen? Ein Glas und fertig? Ja, eigentlich immer, ja. Okay. Es ist, ich weiß auch eigentlich nicht. Eigentlich jeder oben. Ich übe zu wenig, ich weiß es nicht. Ja, aber shit, dann ist sie besoffen gewesen und du bist... Nein, nicht besoffen, sonst ist sie wirklich trümmelig geworden. Oh nein, also, oh Jesus. Also, halbes Glas, nachher nur noch Cola Zero oder Cola oder keine Ahnung was. Ja. Und essen, das hat irgendwie... Das im Level bleibst, ja. Genau. Ja. Das und ihr sind hinter der Bühne gesteckt und haben den Reissverschluss nicht zugebracht. Und haben noch einen Stegen darauf rennen und darab rennen. Oh mein Gott. Und ich habe wirklich die grösste Bewunderung für alle dort. Weil ja. Du kannst ja schon kaum, eben, wenn du noch singst, kannst du dir nur vorstellen, weil das du kannst schon kaum schreien. Ja. Und weißt du, sonst machst du hey, ja, ja. Und dort machst du es zweimal und dann merkst du, deine Lunge kommt ja gar nicht voll. Ja. Die fühlt sich gar nicht. Ja. Nein, oh, das ist wirklich, das ist sowieso... Hast du einen Auftritt, der bei dir sozusagen in den Annalen ist, als der schlimmste Auftritt? Ja, nicht nur einen. Fair. Wir haben immer Rosa, oh Jesus Gott, der eine dort. Ja, der war nicht gut. Da sind wir richtig schlecht gewesen. Man kann es einfach ganz klar sagen, der eine. Ja, ja. Ist quasi, haben alle vier einen schlechten Tag angefangen. Ja, nein, es ist einfach nicht, wenn es nicht greift. Ja. Und du hast es gemerkt und wir sind total in Stress gekommen. Wir haben völlig Überdrive nachgegeben. Und es ist noch schlimmer. Doppelt so schnell gespielt, es war doppelt so schnell fertig gewesen. Und dann wirklich so Rückmeldungen vom Publikum. Hey, nein, ganz schlecht. What the fuck was that? Und wir haben genau selber gewusst, ja, what the fuck was that? Du hast völlig recht. Gesagt, oder was? Nein, aber weißt, es ist irgendwie so, ja, wie, mal, du hast das gegenseitige
Verständnis, yeah. dass es einfach scheiße ist. Mhm. Aber du findest wirklich keinen Weg raus, oder? Du weißt so, okay, es funktioniert nicht. Mhm. Und die Leute schauen dich an und so, was machen die? Gut, wir haben auch noch einen gehabt, einer von unseren ganz ersten KTV. Oh ja, der ist auch dort. Vor uns der Gammetaler, der ist in seiner ganzen KTV, Ruhe. KTV. Das ist so eine kleine Kunstbörse. Ah, wo? In Thun. Genau. Ah, yeah, bist, okay. bist du dann von nie da gewesen? Nein, okay. also eben. Gut. Wir haben gedacht, ey, ja, weißt, musst du mal auf den Markt holen und mal zeigen, oder, was wir haben. Super, haben wir dort 10 Minuten Slot gehabt, sehr cool. Vor uns der Gammetaler mit all seiner Ruhe. Mhm. Weißt, super polished. Super cool. einfach funktioniert wie nichts. Und nachher wir als Neulinge dort. Und sie dort drauf gumpet als völlig überdrehte Weiber, wo du wirklich so denkst, hey, dürfen sie einfach bitte wieder ab der Bühne gehen. Es hat uns auch niemand engagiert. Nachher war es ein bisschen komisch, gewesen, warum ich nicht. Ja, nein, das ist auch, schon das ist auch einfach einer gewesen, der nicht hat gegriffen hat. Ja. Und dann haben wir es noch nicht so, jetzt können wir es wie besser, wir wissen ziemlich, haben es besser kennengelernt, was funktioniert und was nicht. Und wir können dort müssen Glamour dressen und nachher einfach zu übertreiben. Ja, es hat einfach nicht funktioniert. Die Weiber hast du nicht auf der Bühne gesehen, hast du nicht nur drauf gehabt. Das Beste war, Sonja, weißt, sie hat einfach ein Ding, wenn sie im Stau steht, dann dreht sie durch. Dann wird sie wirklich, dann kannst du sie nicht mehr, dann wird sie zu Superbitch. Dann wird sie Füchslein teufelswild. Jawohl. Ja. Und sie ist mit unseren, wir haben gesagt, wir machen das so, wie wir auf der Bühne das auch machen. In unserem ersten Programm haben wir so Stühle gehabt. Mhm. Und jeder hat so seine Stühle gehabt, wo er gesessen ist und hat seinen Teil gemacht. Und dann hat sie die Stühle müssen durch den Stau durchbringen und ist auf den letzten Drücker angekommen. Und sie war so im Stress, gewesen, die Arme. Hey, und er ist wirklich bei ihr, sie ist so angespannt gewesen. Und dann tun wir jetzt die Stühle noch auf die Bühne. Das ist einfach nur schlimm. Und wir haben eigentlich gewusst, die Stühle, das macht überhaupt keinen Sinn auf dieser Bühne, mit dem, was wir nachher erzählen. Das ist wirklich so die übertreten Weiber, die angebunden sind an einem Stuhl. Mhm. Also wirklich so. Und dann haben wir aber gewusst, wenn wir jetzt die Stühle nicht draufstellen, dann ist fertig. Das ist so, jetzt hast du die extra, das ist extra schwer. Das sind so Gartenstühle, die wir haben, wirklich. Und sie hat die Herren geschleppt, weißt du. Und dann haben wir die Herren da und haben sozusagen unser ganzes Programm dann in die 10 Minuten so an dem Stuhl angeklebt. Und da kann man auch sagen, das war einfach nur schlecht gewesen. Aber wenigstens, weißt du, durchgezogen schlecht. Ja. Halb schlecht ist eigentlich noch schlimmer. Einfach wenn, dann. Ja. Ja, weißt du, manchmal hast du dann nachher noch so ein Highlight. Ich glaube, dort haben wir nicht einmal. Nein, aber Schluss. Ich finde so Sachen von dem zuerst an, von dem erzählen wir immer wieder. Natürlich. Und ich weißt, das Spannende für mich ist, wenn du dann mal einen schlechten hast, ich will nicht sagen, du genießt es schon. Also so masochistisch bin ich nicht, aber irgendwie. Irgendwie akzeptierst du ihn sehr schnell als das. Und nach außen ist er auch gar nicht so viel schlechter wie ein guter. Aber es war für dich schlecht gewesen, wegen was weiß ich alles. Und am Anfang, wenn du anfängst, ist bei mir so gewesen, dann hast du einen, der geil ist, und dann hast du einen, der Katastrophen ist. Mhm. Und dann hast du nochmal einen, der Katastrophen ist, und dann hast du wieder mal einen, der geil ist. Und das zieht sich so. Und irgendwann fängt sich halt auch die Balance ein bisschen mehr verschieben. Und irgendwann wird es immer mehr, dass auch eben der Unterschied nicht mehr so hoch ist. Mhm. Aber ich weiß, eben, es war bei mir genau das Gleiche gesehen am Anfang. Und gleich, dort habe ich es vor allem romantisiert, weil ich gesagt habe, irgendwann wird es ja anders. Und eben eine gute hilft einem dann, um wieder zu zeigen, man macht nicht alles falsch. Ja. Ja. Und mit der Zeit merkst du dann so, ja, die Schlechten, die helfen mir ja trotzdem in irgendeiner Art und Weise. Und eben die Angst nicht haben. Ja. Was passiert? Dir erzählen es heute. Also, du lebst ja danach trotzdem. Stimmt. Weißt, es ist ja, in der Comedy ist es halt hure gemein. Weil irgendwie, du kannst es einfach gerade abschätzen. Das ist, wenn du irgendwie ein Konzert machst oder in einem Musical, kannst du mal einen schlechten Auftritt haben. Und es wird jetzt, außer die Leute schreien, buh, du merkst es nicht so wirklich, oder? Ja. Aber wenn da halt einfach eine Pointe setzt und es kommt nichts, dann irgendwie, also für mich jetzt, weil ich nicht so viel, ich habe jetzt nicht wirklich viel Comedy gemacht, bevor wir mit den Ex-Freundinnen uns formiert haben, ist das so ein bisschen, eigentlich ein bisschen so eine Angstsituation gewesen. Yeah. Weil ich einfach das Gefühl hatte, hey, ich komme meine Pointe und wenn jetzt niemand lacht, dann schießt es mir Ohren an. Yeah. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du wirst irgendwie immer ein bisschen mehr ab.
Brüder. Mhm. Weil es halt einfach nie alle werden sitzen. Wie gehst du mit dem um? Ist dir das egal, oder? Nicht egal, aber ich ändere in dem Moment nichts wegen dem. Ja. Ich glaube, das ist das, was die Leute ja dann auch merken. Und dann fängt es auseinanderfallen. Ja, das weil stimmt. Wie bei Arosa, genau. Wie du gesagt hast, wenn dann eben anfängst, besonders Mühe geben, es kommt nicht gut. Ja, dann Anstrengung ist nie gut. Gell? Ich habe kürzlich die Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob ich bei Katrin es gesehen habe. Mhm. Als ich das erste Mal im Casinotheater Winterthur auftreten bin, Frischlingsparade, ist der allererste Joke ist nicht angekommen. Okay. Und dann habe ich aber irgendwie so, das war jetzt irgendwie der erste Lacher. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber irgendwie Bullshit halt. Das war jetzt der erste Lacher gesehen und doch, im Casinotheater und natürlich nichts und toll und weißt du, dass dann die Leute gekommen sind und dass ich dann retrospektiv gedacht habe, wenn ich dort schon reagiert hätte drauf, Scheiße, sie haben nicht gelacht. Was mache ich jetzt? Gib ich jetzt noch mehr Schub und was weiß ich? Oder ist das jetzt doch nicht gut? Dann wäre es wahrscheinlich auseinandergefallen. Mhm. Aber das dann halt eben, es ist eigentlich wurscht. Du gibst ja auch den Leuten das Gefühl, ich habe es trotzdem im Griff. Ja. Und dann ist alles in Ordnung. Solange das so ist. Solange das Publikum nicht peinlich ist, weil du, also weißt, wenn du dann. Sie dürfen ja nicht mit dir mitfühlen, dass du jetzt gerade. Mitleid hast. Ja. Ja, das ist nicht cool. Ja, das stimmt. Und dann ist es völlig okay. Ja. Und ich finde aber auch, das kommt auch noch dazu bei Comedy, natürlich ist es das direkte Feedback, der Lacher. Ja? Aber es ist immer noch im eigenen Ermessen, wie stark jetzt gerade der Lacher ist und wie nicht. Weil du kannst akustisch und so weiter und so fort, kannst so viele Faktoren haben, die jetzt nicht auf dich gerade spielen. Aber ich höre zum Teil eine Aufnahme und schon nur, weil ich das Handy anders auf dem Barhock gelegt habe, töne die Lacher viel lauter. Ja. Weißt du? Oh, jetzt willst du ins Handy legen, das ist schon gut. Ja, und dann ein anderes Mal sind sie viel leiser oder sind dort gar nicht so gekommen. Das heißt, aha, da haben aber gefühlt nur 20% gelacht. So, und ich habe mal einen Auftritt gehabt, wo ich das Gefühl hatte, boah, also die finden das jetzt richtig scheiße. Ja, richtig scheiße. Ja. Und am Schluss ist die Hälfte, immerhin, ist aufgestanden. Ja, eben, das sind die Auftritte, die du denkst, Weißt du, euch jetzt anscheinend mega gefallen, aber sie haben irgendwie sich jetzt nicht so getraut, laut rauszulachen, weil das kenne ich von mir, ich weiß nicht, wie dir als Besucher von einer Show sind. Ja. Ich bin jetzt nicht da. So, aber du brauchst ja immer so Leute. Ja. Und oft hat es auch die Leute. Ja, die hat es. Ich bin immer fasziniert davon, dass wenn du in einem Saal hockst, dass von Anfang an du das Geräusch hörst von einem gemeinsamen Lachen. Ja. Und ich weiß nie, wie das entsteht. Es klingt so blöd, aber ich schaue dann irgendwie. Frag mich nicht, du hockst neben mir. Du lachst in dem Moment gerade nicht. Aber ich höre genug Leute lachen, dass es die Mitte ist. Ja. Das ist dann eine grobe Dynamik unter dem Publikum. Du kannst ja auch mit Klatschen, du kannst so lange im gleichen Rhythmus klatschen, bis das ganze Publikum mit dir mitklatscht. Mhm. Und die machen das nicht bewusst. Ja. Aber mit der Zeit hast du den neben dir, den neben dem dran und dann plötzlich macht es bang, bang. Das finde ich, etwas wahnsinnig faszinierend. Mit dem Lachen ist es gleich. Mhm. Das ist cool. Aber nur, wenn du auf die Eins klatschst, sonst wird es schwierig. nicht so Rhythmus, sondern eben, wenn manchmal haben wir Sachen und wir natürlich immer auf das Zwei. Ja, das ist komisch, wir haben eine Choreografie, wo man so aufs Zwei klatscht. Was ist I'm so excited. Und das ist irgendwie... Und alle so... Haben wir gemerkt, shit. Nein, jetzt ist es gerade schwierig, weil die Leute wissen nachher nicht mehr, sollen sie jetzt weiter auf ihr Eins klatschen oder auf unser Zwei. Ich komme, lass das klatschen weg. So, wie sie Hauptsache sind klar. Das haben wir noch Spanisch. Genau, du Ratze. Aber das mit dem Klatschen, das ist auch noch verrückt. Wir haben jetzt beim jetzigen Programm haben wir versucht, einmal mit Lachen so etwas herzustellen. Mhm. So, es ist immer noch, wir haben es noch nicht so richtig können austesten, dass wenn wir auf der Bühne Lachmeditation machen. Lachmeditation machen, also wir lachen, dass dann auch Zuschauer irgendwann anfangen zu lachen. Aber eigentlich nichts. Aber irgendwie sind wir immer noch in dem Stage, wo wir nicht so wissen, nicht recht, wie lange das wir machen. Das ist so der Moment, oder wie lange machst du es? Ich glaube, wenn du es genug lang machst oder Mut hast, einfach weiterzulachen. Irgendwann lachen die anderen auch. Aber es braucht ein bisschen Mut, einfach mit nichts eigentlich. das ist wie die Lachtante Christoph, die heisst, warte jetzt, Carmen, gib das mal ein, Goglin. Zweimal G.
Jetzt will ich das mal reinziehen. Vielleicht hast du schon mal ein Video gesehen von deren im Umlauf. Okay, geil. Das ist, es ist etwas von meinen Highlights seit dem ersten Lockdown. Das Lachen ohne Grund oder Handy-Lachen? Oder? Ja, genau, irgendwie auf Instagram oder so. So geil. Lachen ohne Grund. Ja. Es gibt auch noch den Lachmönch. So, Moment, ich habe einen Klassiker für euch, das Handy-Lachen. So ist sie. Und zwar haben wir unser imaginäres Handy immer bei uns. Wir spreizen einfach den Daumen und den kleinen Finger ab, halten dieses imaginäre Handy an unser Ohr und lachen. Wenn wir ihn gegenüber haben, können wir ihm auch unser Handy einfach mal ins Ohr halten und ihn mal hören lassen, was da so rauskommt. Du lachst jetzt nicht so mega, das ist okay, sondern warte jetzt. Du mal noch den Lachmönch, der ist auch total lustig. Ich schicke dir jetzt noch schnell einen, Christoph. Wie so oft. Warte, dann müsstest du mir, kannst du mir den aufs Mail schicken? Ja, das schickt aufs Mail, wenn du das willst. Und zwar, wo ist er gesehen? Da ist er. Ja, nein, das ist, du bist sie allein. Wir haben ein paar Videos. So. Cool. Genau, aber so. Hast du eigentlich eine Gesangsübung? Hast du eine Gesangsübung? Ja, sie macht genau das. Also, sie macht manchmal mehr, manchmal weniger. So geil. So, Christoph Zoltmanowski. Hast du schon Anruf gekriegt, weil du im letzten Podcast deine Handynummer rausgegeben hast, ein bisschen? Sag ich nicht, nein, ist nicht gekommen. Ah, ist nicht gekommen, okay. So, los, ich schicke dir jetzt halt einfach als Antwort auf eine Mail, weil ich es gerade jetzt habe. Achtung, und zwar, das ist, glaube ich, an irgendeinem Seminar mit einem. Kasper Fischer hat auch einen coolen Song, wo er den ganzen Song lacht. Ja. Kennst du den? Nein. Von der Tellplatte? Nein. Also gesungen, gelacht. Achtung. Die ist auf jeden Fall, im Internet ist die ganz, ganz dicke unterwegs mit ihren Lachvideos. Wie sie das macht hört ganz, ich schon, die haben noch nie gesehen. Ja, ich habe oft wirklich schnell geantwortet, auf was auch immer das letzte Mail von dir gesehen ist. Weil sonst hätte ich es nie gefunden. Ich muss es zuerst runterladen. Jetzt dachte ich. Nein, das ist jetzt wirklich. Du machst schon fast. Königin der Nacht. Ja, voll! Nein, vor dem Stimmbruch kann ich das noch können. Aha. Jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist aber erst seit etwa 2 Jahren, oder? So, schau jetzt da. Achtung, bist du bereit? Jetzt zieh dir das mal rein. Da ist sie. Okay. Oh ja, sie hat noch Partner. Sie hat ihn nicht mal da an den Baum umarmt. Jetzt wird es ganz dick. Ins Lachen. Heute Sascha bei mir. Und Sascha möchte mit mir das Lachen ins Gesicht werfen, lachen, lachen. Ah, und das hat nichts. Los geht's. Lachen. Erstmal selbst. Und dann gegenseitig. Oh, ja, ja. Ja, aber weißt, aber man lacht. Sie haben ihr Ziel recht, sorry. Wenn sie echt anfangen zu lachen. Sie haben ihr Ziel recht. Ich bin mir nicht sicher, ob sie echt anfangen zu lachen. Nein, aber das ist nicht echt. Das nein. Ist nicht echt gewesen. Aber wir haben so lange. Oh nein, auf dem Podcast, Entschuldigung. So plong. Aber es nein. Die Carmen Goglin. Carmen Goglin, ich werde sie googeln. Unbedingt. Nein, das habe ich schon gesehen, das mit dem Arschiessen ist mir jetzt gedacht. Und sie hat auch irgendwie, weißt du, das Hackbrett lachen. Was aber ist super gesagt, alles Mögliche. Das ist super. Ja, du lachst zu wenig in dem Fall. Ich muss mehr Lachübungen machen. Ja. Lachübungen sind immer gut. Man schüttet ja dann wirklich auch Glückshormone aus. Einfach rein durch Zwerchfell Aktivierung. Schon, hä? Ja, musst machen. Ist gut. Und sogar, man hat herausgefunden, wenn du deine Mundwinkel aufgehst, ja, du hast weniger Schmerzempfinden.
Sie haben einen Versuch gemacht und haben Leute den Finger in so ein Stromding hineingesteckt. Mhm. Und die, die gelächelt haben, die haben den Finger länger drin lassen. Okay. Sehr gut. Also, das schlägt eigentlich schon die Brücke zu der letzten Frage. Yeah. Also, weil sich eben gut fühlen geht. Was machen die spezifisch, um euch gut zu fühlen? Also du, Isabel? Ich komme in Podcasts. Ja. Schleim. Ja. Nein, eigentlich sonst daheim. Was mache ich? Ich habe ein Musical geschrieben. Wirklich? Es gibt sicher einfachere Wege. Mhm. Aber irgendwie, ja, was dann irgendwie zum dritten Mal geheißen hat, jetzt geht es doch nicht weiter mit Theater. Ja. Und irgendwie dann das Gefühl gehabt, so, jetzt mache ich, ziehe ich mich zurück in meine Fantasiewelt und dort ist die Welt in Ordnung. Mhm. Und dann hast du wirklich hast gemerkt, wie es dir gut geht, wenn du in dieser Welt bist, sozusagen. Ja, eigentlich schon. Also ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn du noch das Gefühl hast, du kannst wie etwas schaffen, ob es jetzt nicht irgendwie, oder etwas kreieren. Eigentlich habe ich, wenn ich etwas kann herstellen aus nichts, dann habe ich das Gefühl, ich bin ein wertvoller Mensch. Systemrelevant. Und dann geht's, ja, genau. Ja, und dann habe ich das Gefühl, es ist alles gut. Ja. Und sonst natürlich einfach auch aus den Beziehungen, aus den persönlichen Beziehungen, das Glück rausnehmen. Ja. Ja. Du hast jetzt schon lange überlegt. Nein, ich habe mir noch überlegt. Also, ich dachte, spannend, was. Nein, ich habe ihn zugelassen. Ah, okay. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt für sie antworten hätte, ich glaube, das gesagt. Hättest du das nach 8 Jahren kennt man uns so gut, dass ich jetzt sagen könnte, was dich erfüllt. Ja. Ich bin extrovertiert bin auf der Bühne, so introvertiert bin ich im Privatleben. Ich kann einfach mit nichts sehr in der Ruhe, am liebsten in der Natur. Also so eine langweilige Socke bin ich einfach. Ich fühle dort die Erfüllung und natürlich auch durch Freunde und familiäres Umfeld. Und das habe ich zum Glück ein sehr gutes und stabiles. Ja. Und das ist das, was für mich am wichtigsten ist. Am meisten zählt. Wenn du sagst Natur, gehst du dann immer so an den gleichen Ort oder tust du so spezifisch irgendwie, ich sehe bei Freunden zum Teil irgendeinen speziellen See, den sie rausgesucht haben. Ich habe nicht so Kraft dort. Ich gehe nicht mit dem Gefühl ich muss mich fühlen, sondern ich gehe einfach laufen. Bei mir laufen Gedanken am besten, wenn ich mich bewege. Das kenne ich. Ja. Und darum, schreibe dir auch im Laufen, in dem Fall. Also bei mir kommen alle Ideen oder Grundideen beim Laufen oder in dem, dass ich an einem fließenden Gewässer bin. See funktioniert schon mal nicht, das muss wie fließen. Mhm. Am liebsten an einem Fluss entlang laufen. Das hilft mir wahnsinnig, zum oben runter kommen, Sachen sortieren. Aber eben, ich habe zwei kleine Kinder daheim. Ich meine, das ist natürlich auch eine Ruheoase für mich, neben dem ganzen Trubel, wo ich einfach daheim von morgens um 7 bis abends. Aber ich meine, ich muss auch sagen, ich habe noch nie so viel gelacht wie mit Kind. Ja. Den ganzen Tag um einen. Ich meine, was da einem passiert, selber und auch mit diesen Kindern, es ist schon auch einfach eine Kraft. Es raubt eine Kraft, aber es gibt auch viel Kraft. Du musst das Lachen nicht mehr anschmeissen, dann hast du es einfach. Nein, das brauchst du nicht mehr dann. Nein. Sehr schön. Verzweiflung und das Lachen ist dann nachts zusammen. Ja. Wenn auch immer es weitergeht, ganz viel Erfolg mit dem neuen Programm. Es ist geil, wenn man ein Jahr später ein neues Programm spielt. Gell? Ja, sehr gut. Und, das ist krass. Danke fürs Kommen. Ja, danke noch vielmals, haben wir dürfen kommen. Bis bald. Die nächsten Podcasts. Nein, ich sag's jetzt noch nicht. Aber es wird groß. Es wird groß. Bis dann. Wir werden hören. I'm not the one who's always right.